Hi Malte. Hi Phil. In Phils neuer Bude sind wir hier gelandet. Jawohl. Heute ein bisschen vertauschte Rollen. Es war ja angekündigt, heute ist Jubiläumsfolge. Zwei Sachen sind neu. Erstens, wir sehen uns persönlich, ist wirklich ein ganz komisches Gefühl, weil auch wir haben relativ häufig nicht persönlich aufgenommen. Wir haben alles online aufgenommen. Wo muss man jetzt eigentlich hingucken? In die Kamera oder muss man... Du kannst mal an die Kamera gucken, mal zu mir. Lieber zu mir. Ja. Ist persönlicher. Und die zweite Sache, die neu ist, irgendwie tauschen wir heute Rollen. Du bist ein bisschen so der Moderator und ich mal nicht. Und wir kriegen es, glaube ich, trotzdem hin, dass wir ein ganz gutes Gespräch zustande bringen. Ja, das werden wir wohl sehen. Aber zum ersten Mal bin ich ja quasi jetzt in der Rolle, dir ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, was denn jetzt so los ist nach 100 Folgen. Ich muss übrigens vorweg mal sagen, 100 finde ich echt eine ganz schön krasse Zahl. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, als du damit angefangen hast, ne, hätte ich nicht unbedingt darauf gewettet, dass man das so schafft, 100 Folgen zu machen. Das würde mich mal interessieren. Bist du am Anfang, warst du dir da schon so ganz sicher, dass du 100 Folgen schaffen wirst? Oder hast du da ein bisschen genauso dran gezweifelt wie ich, als ich gehört habe, Phil macht einen Podcast? Ich glaube, ich habe mir schon vorgenommen, es durchzuziehen, weil ich vom Gemüt her eher so ein Typ bin, der sich lange überlegt, was zu machen, aber dann auch versucht, da auch wirklich dran zu bleiben, wenn sich's in irgendeiner Art und Weise, also wenn es in irgendeiner Art und Weise Spaß macht und sich lohnt. Wenn es halt keinen Spaß gemacht hätte, hätte ich es auch gleich gelassen. Aber bin schon eher so vom Typ her, dass ich sage, okay, ich will es dann auch durchziehen. Aber ich habe mir eben vorher lange überlegt, ob ich es mache. Und interessanterweise, ich glaube, es gibt so eine Statistik unter Podcastern, wenn du über 10 Folgen kommst, oder vielleicht sind es auch 20, gehörst du schon zu den Top 5 der Podcaster. Also was Menge an Podcasts angeht. Das heißt, viele kommen gar nicht über 10, 20 Folgen hinaus und machen dann halt ein paar, bleiben dann hängen. Und allein schon, um sich auch mental davon abzusetzen, dass man so sagt, okay, ich habe es wieder gelassen, ich habe es wieder nicht durchgezogen, ich habe wieder nicht dran geglaubt, dass das was werden könnte. Allein schon deswegen musste ich es durchziehen. Und ey, so viel coole Leute schon da gewesen. Ich würde es auf jeden Fall immer wieder machen. Es macht immer noch mega Bock, da Leute zu interviewen. Und du glaubst gar nicht, wie aufgeregt ich war am Anfang bei den ersten Folgen. Das war so geil. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich bei der ersten Folge ja mit dabei war und mindestens genauso aufgeregt war. Aber der Punkt ist ja tatsächlich, wie du sagst, wenn man so durch diese ganzen Podcast-Apps und so Switch findet man wirklich diverse Podcasts, auch zu spannenden Themen, wo dann irgendwie nur 3, 4 Folgen hochgeladen sind aus dem Jahr dann 2020 und so. Ja. Und das habe ich auch schon mal gehört, was du sagst, dass man möglichst am Anfang da hinkommen muss, eine gewisse Anzahl zu überschreiten. 10, 20, 30 hast du gesagt. Und ich glaube, da kann man ja zwei Taktiken machen. Entweder man macht es so, man setzt sich erst vorher hin und nimmt direkt mal ein Wochenende lang 20 Podcast-Folgen auf und schickt die dann so jede Woche einmal quasi on air. Oder man macht einen regelmäßigen Termin, wäre so meine zweite Idee. Ne? Erzähl mal, wie hast du das geschafft, da so eine Routine reinzukriegen, deine Podcasts zu machen? Naja, also war nicht so viel Routine drin. Am Anfang habe ich viel Folgen geteilt, das auch ein bisschen, weil, also wenn sie relativ lang waren, habe ich eben zwei draus gemacht, damit es einfacher war, das zu hören. Am Ende des Tages hat sich herausgestellt, dass viele Leute die zweite Folge gar nicht gehört haben. Von daher musste ich damit schnell aufhören und durch das Teilen hatte ich dann teilweise ein bisschen Puffer und konnte dann Leute dementsprechend einladen, dass ich mehrere Folgen in Puffer hatte und dann sozusagen voraufnehmen konnte. Und als ich dann angefangen habe, jede Woche die komplette Folge direkt hochzuladen, wurde es dann schon ein bisschen schwieriger. Und am Anfang hatte ich ja immer Gäste. Und das war ultra schwer, da eine Routine reinzubekommen. Es lief dann eher so, dass ich einfach zig Leute bei Instagram angeschrieben habe oder bei WhatsApp oder wie auch immer und sie gefragt, ob sie nicht Bock haben, daran teilzunehmen. Und immer wenn jemand geantwortet hat, habe ich dann probiert, schnellstmöglich einen Termin zu machen, dass ich irgendwie diese Lücken stopfe. Und man sieht ja auch, dass der Podcast nicht jede Woche rauskam und auch jetzt nicht jede Woche rauskommt. Aber ich bin nah dran an wöchentlich. Und ja, es gibt nicht so die richtige Routine, also für meine Solo-Folgen auch mittlerweile nicht mehr, es muss immer zeitlich passen, ich mache ja vor allem ganz andere Sachen beruflich als Podcasting und deswegen ist das immer was ich dann hinten anstelle
Und zum Beispiel jetzt gerade ist relative Flaute mit Gästen, weshalb es auch schwierig ist, Folgen mit Gästen aufzunehmen und wo ich dann nochmal anfange, wieder 20 Leuten zu schreiben, 10 Leuten wieder in Erinnerung zu schreiben, weil viele sagen so, ja, jetzt gerade ist schwierig, aber erinnere mich nochmal dran. Und es sind 20 Namen auf meiner Liste, die ich noch abarbeiten kann, möchte, die, wo ich irgendwo auf der Warteliste bin. Und da versuche ich, dass das eng getaktet, dass ich mich immer wieder zurückmelde bei denen, ohne die groß zu nerven, und dann versuche, dass wir irgendwelche Termine mal hinbekommen. Und ich nehme jetzt morgen nochmal einen auf, das heißt, wir haben jetzt die Folge, die kommt dann vielleicht Freitag, Samstag raus, dann die Folge, die ich morgen aufnehme, ist dann die Woche danach, und dann muss ich wieder anfangen zu gucken, wen kann ich jetzt einladen, damit es flüssig weitergeht. Aber das ist gar nicht so leicht, und da gibt es auf jeden Fall keine Routine, keinen Plan, der dahinter steht. Einfach so, wie es kommt. Ja, also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, wie nervig das sein muss, immer ein Interview machen zu wollen. Allein mit der Terminabsprache, die Leute zu finden, ist natürlich bestimmt ein 4- oder 5-mal höherer Aufwand, als wenn man einfach so Solo-Folgen macht dabei. Ne? Ich muss zugeben, dass ich auch schon ein paar Mal damit geliebäugelt habe, es einfach mal zu probieren, irgendwas über Beachvolleyball-Training oder einen Trainer-Podcast oder so selber tatsächlich auch zu versuchen, ne? Was ich natürlich bestimmt nicht so gut hinkriegen würde wie du. Aber genau dieser Punkt, dass man immer sich mit Leuten verabreden muss und die Termine einhalten muss. Bei dem engen Terminkalender, den du ja sicherlich noch mehr hast als ich so. Das würde mich so nerven, dass ich eher dahin gehen würde, tatsächlich so mehr so Solo-Sachen zu machen. Einfach, weil man es ins persönliche Leben einfach integrieren kann. Man nimmt sich, so stelle ich mir das vor, einen Vormittag Zeit und haut die dann raus. Aber auch deine Solo-Folgen machst du nicht alle am Stück, sondern du machst die immer einzeln. Ich muss dir vorstellen, so vor allem jetzt die neueren Solo-Folgen, wo ich auch also die auch ein bisschen besser sind, die auch deutlich mehr gehört werden, offensichtlich sind sie besser, die brauchen locker 4 bis 5 Stunden Vorbereitung. Also ich muss Research betreiben, ich muss mir einen Plan schreiben. Ich schreibe mir jetzt für viele Folgen sogar ein komplettes Skript. Das sind dann 2 Seiten, Schriftgröße 12 bei Word. Und dann wird das so hintereinander weg abgearbeitet. Und da kannst du gar nicht 2, 3 hintereinander machen. Also ich bin nach einer Folge, wenn die aufgenommen ist, bin ich kaputt. Ich nehme mir am Abend vorher oder am Tag vorher, wenn Zeit ist, nehme ich mir 1, 2 Stunden Zeit, fange an vorzubereiten, mache mir einen Plan zum Ablauf. Wie gesagt, muss auch noch ein bisschen Research betreiben und gucken, also bei manchen Sachen muss ich gucken, was ist da die aktuelle Studienlage zu oder was habe ich mir damals mal aufgeschrieben, als ich vielleicht von jemand anderem Podcast gehört habe. Und am nächsten Tag, bevor ich den Podcast aufnehme, bereite ich nochmal 2, 3 Stunden vor und dann nehme ich ihn auf, was ja auch wieder 1 Stunde dauert. Das heißt, die Solo-Folgen sind fast aufwendiger als die Folgen mit Gästen, weil sich Fragen zu überlegen, bei Wikipedia zu gucken, was haben die Leute eigentlich gemacht, als sie ein bisschen jünger waren, als wir sie noch nicht gekannt haben. Und daraufhin Fragen zu formulieren, ist ein bisschen einfacher, als dieses komplette Skript zu schreiben, damit die Solo-Folgen auch ganz gut werden. Das war früher ein bisschen einfacher, so da habe ich einfach drauf losgeredet. Aber wie gesagt, man merkt auch, dass das jetzt schon professioneller ist, dass das besser ist. Und das würdigt ja auch meine Arbeit. Deswegen mache ich es auch ab jetzt immer so, dass ich mir dafür viel Zeit nehme für diese Folgen, um die dann richtig gut zu machen. Das heißt, auch das ist schwieriger und auch da nehme ich eher so eine Folge auf, bin dann erstmal happy, dass das fertig ist und nehme dann irgendwann mal die nächste Folge auf. Ja, also das hätte ich mir tatsächlich jetzt einfacher vorgestellt. Ich hoffe, dass auch die Zuhörer das dann zu würdigen wissen, wenn du da 4, 5 Stunden Research-Arbeit reingesteckt hast in die Nummer. Ich meine, ich frage mich auch halt die ganze Zeit gerade, wie machst du das eigentlich alles? Du machst hier Podcasts, du machst auch noch Online-Coaching für deine Online-Kunden. Du hast hier eine neue Praxis gerade eröffnet, inklusive Umzug. Der Hund musste hier sich erstmal eingewöhnen. Du bist auch noch verheiratet und vor allen Dingen, was ja dein Hauptbusiness ist, du bist einfach auch Betreiber einer Physiotherapie-Praxis mit diversen Zusatzmöglichkeiten, aber da kommen ja auch diverse Kunden. Bist du nicht auch mal kaputt und musst Urlaub machen und so? Ja, also ich bin schon auch ab und zu kaputt, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen so eine Plattitüde, aber die Arbeit macht mir größtenteils wirklich Spaß. Also das Arbeiten mit Menschen gibt mir teilweise auch Energie zurück. Manchmal zieht es auch Energie und es ist schon so, dass ich nicht 10 Leute am Tag sehen kann, weil das schon ziemlich anstrengend wäre. Aber mein normaler Alltag ist schon so, dass ich 5, 6 Patienten am Tag sehe. Das heißt, 5, 6 Stunden sind
nur Arbeit am Patienten, mit dem Patienten. Und manchmal ist ein bisschen mehr, manchmal ist ein bisschen weniger. Und dann kommen eben noch die ganzen anderen Sachen dazu. So, ich bin Vollzeit-Hundepapa, wie man sieht. Und Marie arbeitet ja Vollzeit in der Klinik. Das heißt, sie geht morgens kurz nach 6 aus dem Haus und kommt abends gegen 6 wieder. Manchmal eine halbe Stunde früher, manchmal eine Stunde später. Das ist halt so, wenn man im Krankenhaus arbeitet. Und deswegen kümmere ich mich auch noch eben um Rosi. Und wir kriegen es ganz gut, also wir, meine ich Rosi, Marie und mich, wir kriegen es ganz gut hin, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und dass wir trotzdem, würde ich sagen, ein relativ entspanntes Leben haben. Also ich sage bewusst, wenn es geht, 5 bis 6 Patienten am Tag, nicht 8. Ich sage bewusst, zum Beispiel habe ich so ein Terminbuchungstool mir geholt, dass die Leute sich selber Termine buchen können. Das nimmt schon mal viel Arbeit weg, dass man den Leuten hinterher telefonieren muss, schreiben muss und so weiter. Ich versuche, alle anderen Arbeitsabläufe wie Rechnungen schreiben, alles, was mit Steuerkram zu tun hat und so, abzugeben, beziehungsweise Rechnung schreiben mache ich selber, aber das so zu vereinfachen, dass es halt wirklich schnell geht. Und das war, da habe ich viel von anderen Unternehmern gelernt, die ich dann auch per Podcast verfolgt habe. Ich habe schon von Anfang an probiert, Arbeitsabläufe sehr simpel zu machen, dass ich möglichst viel Zeit habe für die Arbeit per se und möglichst wenig Zeit mir nehmen muss für die ganzen Abläufe drumherum. Und ich würde sagen, im Vergleich zu anderen Physiotherapiepraxen ist mir das ganz gut gelungen. Der ganze Bürokratieapparat ist relativ schmal geworden. Oder nein, nicht geworden, sondern war schon von vornherein immer relativ schmal. Und das habe ich wohl sehr gut gemacht, dass das weniger am Start ist und ich dafür mehr Zeit habe, so für die ganzen anderen Sachen. Aber ich glaube, dass es schon demnächst darauf hinausläuft, dass ich mir jemanden hole, der mir irgendwie assistiert, dass ich mir vielleicht jemanden hole, der mit in der Praxis arbeitet, wahrscheinlich aber eher nicht. Oder eine also jemand, der im Haushalt hilft oder was auch immer, damit irgendwie nochmal Arbeit abgenommen wird, dass es einfach ein bisschen einfacher wird. Na, also das verstehe ich. Ihr wart letzte Woche im Urlaub, oder? Da stelle ich mir immer die Frage, wie macht man das eigentlich? Also du musst ja, also wenn man Angestellter ist, kann man ja einfach Urlaub nehmen, bei seinem Chef fragen, ob man weg kann, ja. Und dann geht das meistens klar. Und wie machst du das denn als Selbstständiger? Haben dann einfach die Online-Kunden und die praktischen Kunden, die in die Praxis kommen, haben die einfach dann eine Woche lang, die können ja dann nicht kommen, so. Wie machst du das? Also, wo habt ihr Urlaub gemacht und wie machst du das überhaupt mit den Leuten in der Zeit? Ja, gut. Es gibt ja, habe ich erzählt, dieses Terminbuchungstool und dann, wir haben am Anfang des Jahres, haben wir uns zusammengesetzt, so, also nicht am Anfang des Jahres, sondern als Marie dort angefangen hat in der Klinik im März und sie hat ja dann Urlaub eingereicht und dann hat sie auch gesagt, komm, okay, wann darfst du Urlaub nehmen und so und da habe ich dann einfach in diesem Terminbuchungstool angekreuzt, dass an den und den Daten halt niemand kommen kann. Und für die Leute ist es auch okay, wenn dann eine Woche lang nichts ist. Und mit den Online-Kunden ist es ein bisschen anders. Da geht es im Urlaub schon weiter. Das sind ja auch, jetzt gerade sind es 5, es werden, glaube ich, 6. Und das läuft dann schon weiter, dass ich die dann auch berate, dass ich denen auch mal im Urlaub einen neuen Trainingsplan schreibe, dass ich Fragen beantwortet zu bestimmten Themen, wenn irgendeine Übung nicht klappt oder zur Ernährung oder so, das geht dann schon, das ist dann auch nicht so wild. Und die Kunden hier, das ist dann einfach kurz pausiert, aber da gab es eigentlich noch nie Probleme. Also ich war einmal 3 Wochen weg, weil da Urlaub und Fortbildung war, das war ein bisschen kritischer, muss ich sagen, aber auch das wird akzeptiert, so, da habe ich ganz tolle und nette Kunden und jetzt haben wir öfter mal so 1 oder 2 Wochen Urlaub oder mal so ein verlängertes Wochenende. Und das ist dann immer ganz cool. Wenn ihr Urlaub macht als Familie mit Hund, kann man ja nicht sagen. Übrigens, ich muss mal einen kleinen Einschub hier. Ich muss dabei immer, ich bin ja, glaube ich, 11 Jahre älter als du. Und ja. Genau vor 11 Jahren war ich auch eine Familie mit Hund. Also meine Frau Jenny hat auch vor ungefähr 11 oder 12 Jahren hat sie einen Hund für uns angeschafft, weil sie, glaube ich, erst mal üben wollte, ob ich auch gut mit anderen Lebewesen umgehen kann, außer mit dir dabei. Und ich glaube, den Punkt hast du ja auf jeden Fall erfüllt. Wenn man deine Hundebegeisterung sieht, wird Maria wohl hoffentlich der Meinung sein, dass du dich gut um euren Hund kümmerst, oder? Wie ist da ihr Urteil? Oder ist sie da kritisch mit dir, wie du den Hund betreust? Nein.
Das läuft ganz gut. Ich glaube, also keine Ahnung, ob das so ein Test war, aber ich glaube, wenn, dann haben wir uns dann auch gegenseitig getestet. Aber den Test haben wir beide bestanden, weil ich wollte ja auch unbedingt einen Hund, weil in dem Fall war es nicht so, dass Marie das alleine wollte. Und ja, wir hatten dann damals, hatten wir eben so eine günstige zeitliche Gelegenheit, das zu machen. Dann haben wir schnell gesagt, okay, wir wollen unbedingt. Und das habe ich bestanden. Und ja, jetzt weiß ich nicht, wie es bei uns dann Das ist ein weitergeht. sensibles Thema. Du weißt Nein. ja, wie die Geschichte bei mir ging, ja dann recht schnell in Richtung Eigentlich schon, weitere wie ist denn dein Familienmitglieder. Sohn? Ja, also das war tatsächlich so, also Jenny war schwanger, nachdem wir 4 Monate lang den Hund hatten. Also wir hatten dann quasi einen einjährigen Hund und ein Baby dann zu Hause bekommen. Und dann ja noch ein bisschen Zwillinge ziemlich schnell auch hinterher noch bekommen. Ja. Und ich muss zugeben, dass diese riesige Hundebegeisterung am Anfang so ein bisschen dann tatsächlich, also das war schwer, das alles aufrechtzuerhalten, ne, Ja, das mit den glaube ganzen ich. Kindern. Und ich hoffe, dass Rosi da auf alles vorbereitet ist. Aber das ist jetzt ein Thema, da will ich euch nicht mit stören. Das ist ja eure Sache. Aber grundsätzlich finde ich es ja schön, dass ihr euch da gemeinsam so ein Tier besorgt habt, der wirkt offensichtlich glücklich. Ich muss allerdings sagen, ich war der erste Mensch angeblich, vor dem Rosi Angst gehabt hat heute. Meinst du, sie hat mich schon wieder lieb gewonnen? Das seht ihr jetzt nicht da vor der Kamera, aber Rosi guckt mich hier von überall an. Einmal von der Wand, ist ein riesiges Bild von Rosi, das zeigt ja schon die Hundeliebe. Und außerdem pennt Rosi hier auch gerade auf dem Sofa. Das geht bei uns natürlich nicht. Der Hund muss bei uns zu Hause unten sitzen. Also die Oh Hundeliebe wird nein. hier auf jeden Fall groß geschrieben. Ne? So, und jetzt macht die Urlaub. Jetzt war die letzte Woche im Urlaub. Wie muss man sich das vorstellen? Phil geht mit Rosi und Frau Hand in Hand am Strand spazieren oder wart ihr in den Ja. Bergen oder in der Heimat oder wie funktioniert das bei euch? Oh, es Ja. war in den letzten Jahren oft so, und das ist ein bisschen, also tendenziell ein bisschen langweiliger. Für uns war es natürlich schön, für die Zuhörer vielleicht ein bisschen langweilig. Meine Eltern oder beziehungsweise jetzt im letzten Urlaub, meine Schwiegereltern waren halt im Norden und haben am Prival Urlaub gemacht. Und dann sind wir eben eine von den 2 Wochen, die sie dort waren, sind wir mit dazugekommen und haben dort mit übernachtet, hatten dann ein großes Apartment, großes Airbnb und haben dann da eine gute Zeit gehabt. Aber Urlaub ist dann einfach Familie sehen, spazieren gehen, sich was Geiles zu essen gönnen. Wir waren da in 2 echt guten Restaurants und einfach eine entspannte Zeit haben. Und natürlich, die haben auch 2 Hunde und natürlich stehen die Hunde immer im Vordergrund und du machst dann 16.000 Schritte Minimum am Tag, weil du dreimal mit den Hunden rausgehst. Die haben auch ein bisschen längere Beine als Rosi, die müssen also auch ein bisschen weiterlaufen, bis die ausgelastet sind. Und ja, dann gehen wir primär spazieren und haben irgendwie eine gute Zeit zusammen. Und die letzten Jahre haben wir das öfter so gemacht, entweder waren wir dann mit denen unterwegs oder auch mal mit meinen Eltern und so, weil die letzten Jahre war ja bei mir Studium und die manuelle Therapieausbildung und bei Marie war es auch noch Studium und da haben wir uns nie groß überlegt, okay, wann fahren wir jetzt wohin in Urlaub, weil Ja. das war dann immer, es war dann noch weniger Zeit als jetzt und dann haben wir die Zeit immer genutzt, um irgendwie Familie zu sehen und eine gute Zeit zu haben und das war dann das Wichtigste und deswegen haben wir das die letzten Jahre eh oft so gemacht. Das letzte Mal, wo wir so groß und zu zweit im Urlaub waren, war auf Lanzarote 2021. Und alles andere war immer so, okay, Hauptsache Familie sehen. Und jetzt mal gucken, wir haben im Juli nochmal Urlaub, mal gucken, was wir da machen. Da wollen wir auf jeden Fall zu zweit nochmal ein paar Tage wegfahren. Und ja, da hoffe ich mal, dass wir da irgendwie so reinkommen in so einen Urlaubsmode, dass man dann wieder so geile Reisen planen, so. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ne? Ihr seid bestimmt so Dänemark-Urlauber. Ah, jetzt wieder sind wir tatsächlich, diesen Sommer sind wir Ja. halb fast Dänemark-Urlauber. Wir fahren 3 Wochen lang nach Schweden und Norwegen im Okay, Sommer. ja. Aber es ist tatsächlich eine Parallele. Also es war bei uns auch so, als die Kinder kleiner waren, gut, da war auch noch ein bisschen Corona und man muss auch sagen, dann haben wir auch relativ viel Zeit so gebraucht, einfach für Familie und im Job Fuß fassen und so, dass wir ein paar Jahre lang einfach nicht so richtig ordentliche Reisen geplant haben. Wir fahren jetzt halt schon zum dritten Mal oder zum dritten Mal halt in den Sommerferien für 3 Wochen weg und machen was. Also machen halt eine Schweden-Rundfahrt. Letztes Jahr waren wir in den Alpen und in Frankreich und so. Geil, mega. Ja, das ist aber auch, hat lange gedauert, bis wir das hingekriegt haben. Und ich höre das gerade so ein bisschen raus. Es muss sich halt erstmal alles so ein bisschen setzen, was man macht, damit Ja. man wieder Luft hat, schöne Reisen zu machen. Ich war jetzt aber erstaunt gerade. Du hast gesagt,
das ist nicht so spektakulär, aber hey, ihr wart auf dem Priwall, oder? Ja. Wie geil. Also auf dem Priwall hat man die Wahl. Also klar, aber das ist der Priwall. Ich finde den Priwall nicht schlecht. Natürlich, wahrscheinlich meinst du, weil es so dich dran ja, war. Ja, weil es nicht dran ist, genau. Das wissen doch die Leute nicht zu Hause. Aber der Priwall ist super. Du kannst doch einerseits, du hast ja die Wahl zwischen Strandspaziergang über den alten Grenzstreifen oder Pöthenitzer Wieg, so ein bisschen Richtung, wo seid ihr so lang spaziert da? Gab es da ein Highlight, wo ihr da lang gewandert seid? Es gibt im Prinzip für uns so von der Strecke, die man gehen konnte, von da, wo wir gewohnt haben, gab es zwei sehr coole Strecken. Einmal, also Richtung, was du meintest, Strand, Grenzstreifen und dann aber durch den Wald nach Rosenhagen. Ja, gibt es. Und dann durch den Wald wieder zurück, am Strand zurück, wenn du willst, oder auf diesem Fahrradweg. Das war ein Top-Weg. Und dann gibt es noch so eine Runde am Rosenhof vorbei, hinten an der Küste lang, wo du dann die ganzen riesigen Schiffe siehst und dann auch wieder durch den Wald zurück. Und das waren so zwei Strecken, die mir ganz gut gefallen haben, wo du von jedem bisschen was hast. Ein bisschen Strand, ein bisschen Wiese, ein bisschen Wald. Für mich als Thüringer, ich komme ja aus Thüringen, ist Wald immer so ein ganz besonderes Ding. Deswegen mag ich es hier auch im Riesebusch. Ja. Und nur Strandspaziergänge finde ich fast ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Aber wenn gutes Wetter ist, wenn richtig Sonne geschienen hat, sind wir auch nur am Strand lang gelaufen. Ist aber auch schwierig mit den Hunden, da darfst du auch nicht überall. Das heißt, das war eine gute Abwechslung. Und da hatten wir diese beiden Strecken primär. Und viel mehr war dann auch gar nicht möglich, leider. Weil da Pöthenitzer Wieg ist, hätten wir erst noch ein bisschen mit dem Auto fahren müssen und so, da hatten wir keinen Bock drauf, weil das relativ weit war. Die Unterkunft, wo wir waren, da konntest du mit dem Auto nur einmal reinfahren, um Sachen abzustellen, dann wieder raus. Ist auch ganz gut, dass es dann eben verkehrsberuhigt ist. Aber deswegen hatten wir dann nur Lust, von uns aus dann loszulaufen. Und dann ging's weiter. Also ich finde gut, dass du nochmal den Priwall hier ins rechte Licht gerückt hast. Es ist ja auch eigentlich eine tolle Art, Urlaub zu machen, wenn man nur eine halbe Stunde fährt und nicht so viel Stress auf der Fahrt hat und dann direkt Urlaubsgefühl hat. Also ja, auf jeden Fall. Wir haben das häufiger tatsächlich auch mit Kindern so gemacht, weil halt die Fahrt immer mega nervig ist und dann ist, ich meine, der Priwall ist direkt ein schönes Urlaubsgebiet. Wir haben da ja auch noch eine Überschneidung. Vielleicht kannst du es nochmal erzählen. Du hast es ja eben schon im Vorgespräch gesagt. Vielleicht sehen wir uns ja dieses Jahr auch noch einmal auf dem Priwall. Du hast einen Minijob oder einen kleinen Job angenommen. Erzähl mal, was machst du da im Priwall, auf dem Priwall im Juli? Genau, also ich glaube, das Turnier ist am 13. und 14. Juli. Das ist ein A-Plus-Turnier. Und Mobert, nennt man ihn Mo oder Moritz? Ich nenne ihn Moritz, die meisten nennen ihn aber Mo. Ja. Okay. Mo hat mich angefragt, ob ich da gerne Füße machen möchte. Ich hatte ja im Podcast Folge 97 oder so mit Max Behlen hatten wir uns noch drüber unterhalten, so wie ist das mit mal Füße sein auf irgendwelchen Turnieren? Ich meinte, ja, es waren erstmal zig andere Sachen super wichtig und vielleicht kommt es jetzt mal, dass ich angefragt werde für irgendwie ein Volleyballturnier und einen Tag später schrieb mir Moritz, ja, ich hab den Podcast gehört, hast du vielleicht Lust am Priwall dabei zu sein als Physio? Und da hatte ich auch Zeit, das ist nämlich genau am Ende von unserem Urlaub. Und da habe ich dann zugesagt, da bin ich auf jeden Fall dann am Start als Physio, also wenn du zuhörst und dann als Spieler da sein wirst am Priwall, dann sehen wir uns. Und ja, ich habe das Feld schon gesehen, dass der Center Court wird richtig cool. Also der ist direkt da an dem, hast du auch schon gesehen, an dem Restaurant? Ich habe einfach nur Angst, dass wir auf diesem Sand da spielen müssen, der da aktuell gerade ist. Ja, der ist echt blöd. Da ist es ganz, ganz harter Sand, aber Moritz hat irgendwie gesagt, die haben da irgendwie eine Lösung im Auge, wie sie da weicheren Sand hinbekommen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ja. Hast du schon mal auf dem Feld gespielt, was da direkt ist, an der Promenade vorne an diesem Eck? Ja, da kann man nicht drauf spielen. Das ist hart wie Beton, dieser Sand. Ah, okay. Das ist also ganz, ganz gefährlich. Gut, wenn das natürlich ist, hast du gut zu tun an diesem Tag. Ne? Ja gut, Schiff und Brüche kann ich leider nicht behandeln. Ja, das ist da ja kein Witz. Also es ist ja nicht nur der Sand, der da, also der auf diesem Kunstfeld quasi ist, vor diesem Kinder-Indoor-Spielplatz, sondern auch der Sand, der da unten ist, wo bei der Travemünder Woche dann die Boote liegen. Ja. Das ist ganz komischer Sand. Der schöne Sand auf dem Priwall fängt ja erst an, wenn man so ein bisschen um die Kurve rumgeht und wo dieser DLRG-Turm nachher ist. Ja, aber ich schätze mal, dass wir denn da spielen dürfen dabei. Ne? Aber ja. Center Court wird dann schon dieses
coole ja, Felder sein, das damit ist ja, es auch ein bisschen nah dran ist an den Touristen. Genau, die Idee dabei ist ja für normalerweise sind es ja Kurverwaltung oder da dieses Hotel und so, also die haben sich das natürlich da angelacht, um da Werbung zu machen, um den Gästen, die da pennen, ein Event zu verschaffen. Ja. Ne? Die werden da schon was Schönes aufbauen mit Tribüne und ordentlich Sand und so. Wahrscheinlich kriegst du dann auch ein eigenes Zelt, wo du deine Behandlungen durchführen kannst und so. Die haben ja immer so diese Vorstellung, dass man sich dann da hinlegt und du massierst die Leute dann, uns dann, genau. Also ich find's auf jeden Fall geil, dass du da bist. Ich war ja schon im Winter einmal da mit Ellenbogen bei dir, da hast du dir eine ganze Stunde für mich Zeit genommen. Mal gucken, ich werde mir schon irgendwas einfallen lassen, was mir weh tut auf dem Turnier. Eigentlich tut auch immer irgendwas weh, das Problem ist ja, nicht da. Stimmt. Aber ich sag's natürlich immer nicht, ne? Weil bei mir wirkt es ja auch doppelt so. Also natürlich tut mir immer irgendwas weh, aber wenn man dann so als alter Sack da, wenn man da so als ältester im Männerfeld dann da immer noch rumjammert, dann muss man sich natürlich auch immer entsprechende Sprüche da anhören. Naja, aber ich komme dich mal besuchen. Aber darüber müssen wir auch noch sprechen. Du hast ja jetzt am Wochenende beim Turnier in Grömitz war es, ne? In Großenbrode hast du ja einfach sagen, mal ne? die Silbermedaille geholt als Ältester im Feld. Siegertüte. Alter Schwede. Und also das Finale war auch relativ knapp, meine ich. Ja, war relativ knapp. Man muss dazu sagen, das liegt vor allen Dingen an meinem Partner, der mich da engagiert. Ich habe jetzt schon die letzten Jahre immer mal wieder Turniere mit Jenne Hinrichsen gespielt. Der ist halt noch nicht so alt wie ich, sondern so gefühlte, also geschätzt 30 oder 31 wird er wahrscheinlich dieses Jahr. Der ist schon einer der besten Spieler so auf der Tour. Und ich blocke dann für ihn und gebe mein Bestes. Aber im Finale war es dann auch schon so, dass ich da mit den drei Jungs nicht so ganz mithalten konnte. Auf der anderen Seite stehen dann Peter Klauer, aus meiner Sicht einer der besten Außenangreifer Norddeutschlands bei Adler, dann der Zuspieler dazu, Mathis Lehmann und Jenne, und die können auch dann entsprechend im Aufschlag da entsprechend auf den Ball draufhauen, da komme ich nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob ich das früher überhaupt konnte, aber ich kriege da halt dann nicht mehr so den Druck drauf. Ich habe letztlich im Sideout den Ball nicht oft genug auf den Boden bekommen. Okay. Aber egal, also ich, so hast du recht, ich freue mich einfach, da noch mitzuspielen. So, ne? Und ich freue mich auch drauf, auf dem Priball mitzuspielen, nochmal in Lübeck. Mir macht das immer noch Spaß und ja. Ich meine, das Turnier war gut besetzt und ich, also wie gesagt, wenn ich mit 41 überhaupt noch Volleyball spielen kann, überhaupt noch springen kann, wäre ich schon froh. Und du haust da auf dem, war ja auch ein A-Turnier oder ein A-Plus-Turnier? Ja, ein A-Turnier, A-Turnier. Ne? Aber ich spiele die anderen auch mit. Ja, also das geht schon noch, da mitzuspielen. Ne? Das ist echt schon ziemlich stark. Vielleicht müssen wir nochmal einen Podcast machen, wie man es schafft, als Ü-40-Jähriger noch richtig zu performen. Ja, also ich kann schon spoilern, der Trick war einfach nie aufzuhören. Also ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Weil, also ich hatte ja früher immer gedacht, man muss mit 30 aufhören mit Volleyball. Also als ich so 20 war, dachte ich, mit 30 muss man aufhören. Das erschien mir alt. Und ich bin dann ja auch mit 30 Papa geworden, eben diese Zeit, wo wir erst einen Hund hatten und dann unser Sohn Momme kam. Ich habe dann auch aufgehört. Also ich habe aufgehört, ich war dann Papa und dachte so, geil, ich habe jetzt ein paar Jahre lang gespielt und dann auch noch ein bisschen als Trainer schon gearbeitet. Und ich habe dann aber wieder, als quasi unsere Zwillinge gekommen sind, also mit 33 habe ich halt quasi so ein bisschen wieder angefangen zu spielen. Ja. Dann mit verschiedenen Ex-Partnern, habe mich dann auch wieder mit meinem mit dem Partner Jan, mit dem ich früher die meisten Turniere gespielt habe, wieder zusammengetan. Und seitdem ist das eigentlich so, ich sehe das wie so eine niemals endende Abschiedstour. Ne? Man weiß ja, du weißt ja nicht, ob das noch geht jedes Jahr. Ne? Keine Ahnung, ich habe jetzt im Winter spiele ich auch keinen Volleyball. Habe ich einmal über Weihnachten Hallenvolleyball gespielt und es geht weiter. Aber das Ding ist halt, ich glaube schon, dass das fällt nicht so vom Himmel. Ne? Es ist nicht so, dass ich den ganzen Winter auf der Couch sitze, sondern ich meine, du weißt ja, wir haben ja auch gemeinsam dieses Sandathletikprogramm geschrieben. Ich mache jeden Tag Sport. Ne? Ich mache alle zwei Wochen lang, schwinge ich irgendwelche Hanteln bei uns im Garten. Meine Nachbarn halten mich wahrscheinlich für völlig bescheuert. Ich mache Klimmzüge an der Schaukel meiner Kinder. Ich habe so ein Langhantel-Set mir da gekauft und ich fahre Fahrrad zur Arbeit und gehe joggen und sowas und spiele eben auch noch gerne Beachvolleyball. Ich glaube schon, dass ich, wenn ich das nicht machen würde, nicht mehr mitspielen könnte. Echt. Und das auch irgendwie ungesund wäre für mich. Aber ich sag mal so grob kann ich schon mal, wir können da echt mal länger drüber sprechen, weil es eine Menge Leute gibt, auch die ja noch älter sind als ich und gerne Volleyball spielen. Aber ich glaube schon, dass man dafür auch ein bisschen was tun darf, wenn man noch irgendwie da mit jüngeren Hüpfern Beachvolleyball-Turniere spielen möchte. Ne? Ich glaube, sonst tut es auch irgendwann so doll weh, dass man keinen Bock mehr drauf hat. Ja, das ist ja auch genau der Punkt, den ich immer machen würde, den du jetzt gut angesprochen hast. Es gibt halt auch die Leute, die ihr Leben lang weiter nur Volleyball spielen und sonst eben nichts machen.
Und das ist am Ende des Tages, ist das das, was dich dazu führt, dass du Verletzungen haben wirst, dass du echt Krach mit deinem Körper haben wirst. Und ich kenne schon ein paar Spieler, mit denen ich auch zusammengespielt habe, die sich dann vorm Spiel 2, 3 Ibos reinpfeifen mussten, damit sie überhaupt einigermaßen leistungsfähig sind. Und wenn du da, wenn du dir überlegst, was sich Leute vor einem Spieltag antun, damit sie einigermaßen über den Platz krauchen können, dann denkst du ja auch, ey, dann lass es doch lieber und nutze doch lieber die Zeit und mach einen Sport, der jetzt deiner körperlichen Situation angemessen ist. Und da sehe ich manche Leute in der Pflicht, für sich selber zu sagen, okay, komm her, ich lasse es erstmal lieber, erstmal, und fange dann irgendwann wieder an, wenn die Basics stimmen. Die Basics müssen halt passen, ein bisschen Kraftsport im Garten mindestens, und dann kann man auch weiter zocken. Andersherum ist es schwierig zu sagen, ja, meine körperliche Fitness definiert sich über Volleyball, weil am Ende des Tages, du kennst ja vielleicht auch, wenn man ein bisschen älter ist, dann bewegt man sich nicht mehr ganz so viel auf dem Feld, und dann ist dieses körperliche Fitness durch Volleyball ist auch relativ, weil du hast dann schon auch sehr viele Pausenzeiten und hast dann auch nicht diese Belastung, die du eigentlich brauchst, um deinen Körper fit zu halten. Also genau, was du sagst, es ist auch nicht erst, seitdem ich über 40 bin, sondern ich mache, seitdem ich so doll gewachsen bin. Ich bin ja 2 Meter groß und mit 16, 17 riesen Wachstumsschübe gemacht. Mir tut seitdem eigentlich immer nach dem Volleyball irgendwas weh, ob es nun die Schulter ist, die Lendenwirbelsäule oder meine Knie. Ich kann nicht nur Volleyball spielen. Ja, das ist für mich so üblich. Ich bin damit quasi von meinem eigenen Körper, ich bin dazu erzogen worden, regelmäßig irgendwas dafür zu tun. Ne? Naja, da ist bei mir eben auch die Story, ich kenne auch Physiotherapeuten, Besuche, schon seit meiner Jugend zu Genüge, natürlich immer, weil mir Schulter, Rücken und etc. wehtat. Das war bei mir immer so, 20 Minuten war das immer. Ne? Man musste da schnell rein, sich hinlegen, dann kam da ein netter Mensch, der gar nicht dafür konnte, dass die Situation so war, weil er angestellt war, und hat mich dann da irgendwie 20 Minuten behandelt, meistens irgendwo an mir rumgedrückt und so. Und das hat dann immer kurz mal was geholfen und war dann gleich wieder nächste Woche schlechter. Ne? Jetzt war ich im Winter bei dir, weil mein Ellenbogen wehtat, und das hat nicht nur 20 Minuten gedauert, sondern es hat ja eine Stunde gedauert, und das kann ich jetzt auch nochmal schon für alle sagen. Es war tatsächlich so, dass ich vorher 3 Monate lang Ellenbogenschmerzen hatte, eine Stunde lang bei Phil war und danach auch noch ein paar Mal wiedergekommen bin zu anderen Behandlungen und dann aber halt zu Hause ein Übungsprogramm gemacht habe, was du mir gegeben hast dabei. Ne? Und ich hatte dir das ja auch schon mal geschrieben. Es war echt so, dass nach einem Monat meine Ellenbogenschmerzen komplett weg waren. Ich habe jetzt also keine Beschwerden mehr, kann wieder auf den Ball hauen ohne Schmerzen und auch wieder die Hantelscheiben bewegen. Danke nochmal dafür. Das hat ja aber damit zu tun, dass du anders behandelst, anders behandelst, als das so üblich ist in Praxen. Ist das vielleicht auch ein Grund irgendwie gewesen, warum du dich selbstständig gemacht hast, dass du das vielleicht nicht wolltest, so 20 Minuten Behandlung als Angestellter zu machen? Ja, genau, das ist auch, genau das ist der Hauptgrund, weshalb ich mich selbstständig gemacht habe, weil in diesem 20-Minuten-Takt, ich erkläre es immer so, dass in dem 20-Minuten-Takt machst du die eine Sache, wo du dir relativ sicher bist, dass es ein bisschen was bringen kann für den Patienten, damit du einen Haken dran machen kannst. Und wenn du dir eine Stunde, und der erste Termin ist immer deutlich mehr als eine Stunde, wenn du da einfach ein bisschen Zeit nehmen kannst, alles ordentlich zu untersuchen, machst du das, wenn du es rausgefunden hast, was richtig ist für den Patienten. Und das ist ja dann in deinem Fall, ist es zum Beispiel eben ein großer Teil Training gewesen, weil du diese Sehnenansatzbeschwerden, die kriegst du, da kannst du Quick Fixes machen, haben wir ja bei dir zum Beispiel gemacht, mit dem Flossing und mit dem Lacrosseball und so. Und langfristig gesehen und auch mittelfristig gesehen ist eben Training das Mittel der Wahl. Und dann aber eine bestimmte Trainingsform und so weiter. Und das ist das, was du in so einem 20-Minuten-Szenario nicht rüberbringen kannst, weil faktisch sind es nur 15 Minuten, weil du musst ja dann auch wieder. Nach den 20 Minuten musst du schon mit dem nächsten Patienten wieder in der Behandlung sein, theoretisch. Und das ist eben totaler Käse. Und es ist mir bewusst, dass sich das dann eben nicht jeder leisten kann, weil es die Kasse nicht von jedem übernimmt. Es ist aber so, dass die Leute, die sich, obwohl sie es nicht leisten können, trotzdem leisten. Und am Ende des Tages ist es Geld, was man in die Hand nimmt, aber jeder nimmt für irgendwas viel Geld in die Hand. In Deutschland ist es primär das Thema Autos. Fast jeder hat ein tolles Auto. Die wenigsten haben eine tolle Gesundheit. Und die ein bisschen weniger Geld haben und dann sagen, ich möchte es aber trotzdem machen mit dir, Phil, ich habe da Bock drauf und ich will mir was Gutes tun, ich will einen Plan haben, wie ich da weiterkommen kann. Für die ist das natürlich extrem gut, weil die machen wirklich alles, was ich sage, nehmen jeden Tipp auf
und profitieren da enorm von meiner Erfahrung und können dann eben schmerzfrei oder schmerzfreier Volleyball spielen. Von daher, oder nicht nur Volleyball spielen, sondern einfach durch den Alltag gehen. Ich behandle ja auch nicht nur Volleyballer. Und das mit dem Stundentakt ist eben daraus entstanden, dass ich in der Ausbildung, in der MT-Ausbildung, viel diese Ein-Stunden-Takt-Geschichten gesehen habe. Wir hatten unsere Anleiter hatten Demo-Patienten. Wir haben dann später auch Demo-Patienten vorbehandelt, vor den Prüfern oder vor den Fortbildern. Und da habe ich so gedacht, das ist eigentlich ein geiles Konzept. Wir können hier eine ordentliche Anamnese machen. Ich kann eine ordentliche Untersuchung machen. Dann ist auch noch Zeit für eine Behandlung und noch Zeit, um offene Fragen zu klären. Das ist oft da, also auch das ist das, woran es oft hakt, dass einfach Sachen dann doch nicht klar sind, dass ich was erklärt habe, aber nicht so erklärt habe, dass die Person es gut verstanden hat, weil wir hätten eine andere Sprache sprechen müssen, im Sinne von, ich hätte andere Bilder verwenden müssen, das zu erklären. Und es gibt so viele Nuancen in der Therapie, die einfach einen riesigen Unterschied machen können, dass dieses 20-Minuten-Zeug völlig überholt, weil dadurch kommt eben, dass viele Leute chronische Probleme bekommen. Dadurch kommt, dass Leute nicht nur ein paar Wochen in der Physio sind, sondern monatelang und sich immer wieder ein Rezept holen müssen und immer wieder dann 20 Minuten da sind, anstatt dass man mal sagt, okay, lass uns doch mal 4 Wochen richtig intensiv zusammenarbeiten. Ja, es hat ja zwei Ebenen, das Ganze. Einmal Feedback an dich ist ja wahrscheinlich jetzt in der Konstellation, in der du arbeitest, eher positiv. Ne? So wie ich mich jetzt wirklich ehrlich bedankt habe, vorher hoffe ich zumindest, dass das so rüberkam. Danke nochmal dafür, dass man wirklich seine Schmerzen los wird. Das erfährst du ja wahrscheinlich häufiger, wenn du dir mehr Zeit nehmen kannst für deine Patienten dabei. Ne? Man liest das ja auch, dir schreiben ja manchmal Menschen, so, du veröffentlichst da manchmal so ein Feedback von denen und du wirst wahrscheinlich noch 100-mal mehr persönliches Feedback auch bekommen. Das ist ja angenehm. Das ist ja ein Punkt. Arbeitszufriedenheit muss ja wahrscheinlich größer sein. Und die anderen Leute, die halt angestellt sind und 20-Minuten-Takt haben, sind ja vielleicht auch gute Physiotherapeuten und Therapeutinnen, aber die erleben das nicht so oft. Ich denke mal, das wird sicherlich ein Hauptgrund gewesen sein, das zu machen. Trotzdem stelle ich mir vor, selbst wenn ich jetzt quasi mir denke, ich bin Physiotherapeut irgendwo angestellt und habe diesen 20-Minuten-Takt, dann zu sagen, okay, ich mache mich jetzt ernsthaft selbstständig, das würde bei mir ja erstmal mega Angst auslösen. Ich würde dann denken, oh Gott, wovon soll ich leben? Ich habe am Anfang ja gar keine Patienten. Ich habe Kosten. Ich muss mir irgendwie eine Praxis mieten und sowas. Ich brauche eine Homepage. Ich brauche dies und das und jenes. Und trotzdem hast du ja gesagt, das mache ich. Wärst du einmal vielleicht so nett, das weiß ich auch noch gar nicht von dir, wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen? Wie waren überhaupt so die ersten Monate als Selbstständiger? Hast du da nicht total Angst gehabt, dass du irgendwie verhungern musst und so oder auch nicht? Ich stelle mir das sehr spannend und aufregend vor. Ja. Also vielleicht noch eine Sache zu dem anderen Thema, weil das ist was ich immer wieder loswerden muss. Jeder vierte Physiotherapeut verlässt den Beruf. Oh, also 25% der Therapeuten, nachdem sie die Ausbildung gemacht haben, in den ersten Jahren des beruflichen Lebens oder auch nach 10 Jahren Berufsleben, verlassen die den Beruf. Und ich stand auch kurz davor zu sagen, Physiotherapie als solches möchte ich nicht mehr machen. Kurz vor Covid habe ich gedacht, okay, vielleicht ist betriebliche Gesundheitsförderung mehr mein Ding, weil ich das auch im Bachelorstudium als einen Schwerpunkt hatte und auch meine Bachelorarbeit darüber geschrieben habe, über Wiedereingliederung. Und da dachte ich, ja, vielleicht ist es das eher. Und dann kam halt Covid und solche Sachen waren dann absolut nicht mehr möglich, auch jahrelang nicht möglich. Firmen hatten ganz andere Sorgen, haben sie immer noch, als irgendwie Gesundheitsförderung zu machen. Und dann kam ich doch eher wieder zur Physiotherapie zurück und habe dann vor allem diesen Deep Dive in manuelle Therapie gemacht. Und das hat mich dann sehr glücklich gemacht in meinem Beruf, sodass ich jetzt sagen kann, das macht jetzt richtig Bock. So, aber Physiotherapeuten verlassen den Beruf, weil die Ausbildung echt teilweise oder zum größten Teil unterirdisch ist. Wir haben eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, die ist von 95, wurde mal so ein ganz kleines bisschen überarbeitet, deswegen steht da jetzt 97 drauf. Die ist sau alt. Und das, was dir die Leute beibringen müssen, dass du dieses Examen schaffst, ist halt nicht das, was State of the Art ist. Ja. Und du machst da Sachen in der Ausbildung und musst da Sachen lernen für die Prüfung, die wirklich weit weg sind von dem, was du überhaupt, also
viele Sachen brauchst du nicht mehr. Ich habe 90% von dem, was ich da gelernt habe, jetzt abgesehen von Anatomie, Physiologie und dem ganzen Background, habe ich nie wieder angewendet. Ja, das ist ja wirklich krass. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja wie in der Schule quasi, wo auch das Wissen immer so 20 Jahre hinterherhängt. So, jetzt ist ja aber der Punkt, also Physios, die ich sonst kennengelernt habe, die haben ja dann, also das ist ja so eine, ist ja nicht eine richtige Ausbildung. Ich erinnere mich gerade an meine Studierendenzeit. Mein Mitbewohner hat auch eine Ausbildung zum Physio gemacht. Mhm. Das war schon so ein bisschen anspruchsvoller, würde ich jetzt mal sagen, so als irgendwie so die klassische Ausbildung, wie ich mir das vorstelle. Du hast ja aber früh gesagt, ich mache quasi nicht nur Ausbildung. Ich setze da noch einen oben drauf und mache Bachelorstudium. Das habe ich schon verstanden. Also das ist einfach so, man hat dann noch ein, zweimal die Woche mehr Uni dazu oder Fachhochschule oder so. Nee, war anders. Wie funktioniert das, wenn man jetzt nicht nur ausgebildeter Physio sein möchte, sondern auch ein studierter Physio wird? Gut. Und danach sprechen wir nochmal über Selbstständigkeit, weil das habe ich jetzt übersprungen. Achso, das habe ich jetzt auch so ein bisschen, da kamen wir gerade drauf. Auf jeden Fall habe ich nach der Ausbildung, habe ich während der Ausbildung so eine Kooperation gemacht. Ich habe in Göttingen Ausbildung gemacht und Kooperation mit der Uni Hildesheim, und da war ich immer mal an der Uni und musste auch schon mal so eine Hausarbeit schreiben und so. Und das war dann der Garant dafür, dass man dann direkt nach der Ausbildung durfte man dann anfangen zu studieren. Und ich habe direkt danach habe ich nicht angefangen, weil ich noch ein bisschen so meine Zeit genießen wollte in Göttingen. Ich habe da zu der Zeit sehr viel Volleyball gespielt, war selber Volleyballtrainer für zwei Mannschaften. Also ich war richtig viel in der Halle. Ich war fünfmal die Woche in der Halle plus Wochenende. Also 6-7 Mal, das war eine richtig krasse Zeit, war auch echt cool. Und habe dann nur so ein bisschen als Physio gearbeitet, so halbe Stelle. Und das halbe Jahr habe ich also noch so verbracht. Und danach bin ich an die Uni in Hildesheim. Das ist ein Vollzeitstudium, 1,5 Jahre. Weil du fängst, glaube ich, dann im vierten Semester an. Viertes, fünftes, sechstes, genau. Und du machst dann 3 Semester, studierst du dann noch. Und schreibst dann deine Bachelorarbeit noch im letzten Semester und hast du in 1,5 Jahren hast du dann einen Bachelor. Das ist eigentlich ganz cool. Die Ausbildung wurde quasi angerechnet. Genau. Man hätte auch komplett das einfach als Bachelor-Studiengang machen können, nee, ohne Ausbildung. Wir haben so eine Sondersituation in Deutschland. Ich glaube, das hieß Bologna-Reform, diese Akademisierung von Berufen. Ja, die Bachelor-Master. Genau. Ja. Und dabei wurde eben ein Bachelor und dann später auch ein Master entwickelt für Physiotherapie. Und der Bachelor, ich glaube, in Hildesheim ging das auch los. In Hildesheim wurden die ersten Bachelor ausgebildet. Das war 2000, 2001 oder 2002, lass mich lügen. Und darauf folgend wurde dann auch so ein Masterstudiengang etabliert. Und du hast ja europäisch, außer in Kroatien, hast du Physiotherapie oder fast auf der ganzen Welt ist Physiotherapie oder Physiotherapeut sein, ist ein Studium, ist kein Ausbildungsberuf. Und aus diesem Grund gab es eben dieses Studium, was man dann draufsetzen kann mit nur 1,5 Jahren, um dann eben Bachelor zu bekommen. Und da hast du dann wirklich all in, da ist dann nichts mehr mit behandeln, da ist dann all in wissenschaftliches Arbeiten, damit du einfach checkst, wie funktioniert überhaupt Wissenschaft, weil das machst du in der Ausbildung halt gar nicht. Und das setzt du dann halt drauf und dann hast du einen Bachelor. Und dann kannst du damit immer noch nicht viel mehr machen in Deutschland, aber du könntest zumindest irgendwo im Ausland arbeiten. Das wäre jetzt nicht mehr dieses riesige Problem. Oft musst du noch ein Anerkennungsjahr machen oder ein halbes Anerkennungshalbjahr. Und dann kannst du dann da arbeiten. Aber in Deutschland hat der Bachelor jetzt keinen krassen Mehrwert, außer dass du halt ein paar Sachen checkst. Du checkst dann, also du kannst dann verstehen, wie man Studien liest. Und das kannst du auch verstehen, wenn du keinen Bachelor gemacht hast, das ist klar. Aber du kannst dann auch verstehen, wie es überhaupt ist, eine Studie zu machen. Du bist dann selber mal in der Situation. Sonst stehen die Leute immer nur von außen da und gucken, ja, das hat er wieder schlecht gemacht und hier die Ausführung und das Studiendesign war schlecht. Und wenn man mal selber in der Situation ist, checkt man, wie komplex das dann doch eigentlich ist, ein Studiendesign zu basteln mit der Zielgruppe, die man hat, mit der Umgebung, die man hat, mit den Mitteln, die man hat, um dann daraus irgendwas hinzubekommen. Und das ist schon ganz interessant in dem Studium. Fürs praktische Arbeiten war das jetzt nicht so entscheidend, außer dass man lernt, ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken. Und nach dem Bachelorstudiengang habe ich dann ein paar Jahre gearbeitet. Da war nichts nebenbei, außer vielleicht so kleine Fortbildung. Ich habe dann manuelle Therapie, Grundausbildung gemacht. Warst du da schon bei uns in Lübeck oder war das noch, hast du...
Ja, ich habe meine Bachelorarbeit in Lübeck geschrieben. Also Das ist die das Zeit, heißt, wo wir uns auch das erste Mal getroffen haben, ja. so, ne? Wo wir am Buni haben wir irgendwann Beachvolleyball, war so ein Beachvolleyballkurs, da habe ich dich, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Da warst du schon Bachelor. Da war ich schon Bachelor Ja. und das war dann schon ein Jahr, nachdem ich irgendwie in Lübeck war, glaube ich, oder anderthalb Jahre sogar danach. Ja, da hast du ein Ostercamp veranstaltet, da habe ich mich mal angemeldet, das war gut. Ja, ich entsinne mich noch. Also erstmal der erste Punkt war, ich hatte selber aufgehört, Hallenvolleyball zu spielen. Und dann bist du quasi in die Mannschaft gekommen, also einige Leute haben gesagt, das ist der neue Malte, weil ich hatte vorher halt, also naja, auf mir lag, ich will den jetzt nicht so unrecht, aber auf mir lag eine gewisse Last immer in der Mannschaft. Ich musste auch mal ein paar Punkte machen. Wenn ich außen gespielt habe, habe ich einige Pässe bekommen. Wenn ich Zuspieler war, habe ich das Spiel geleitet. Oh, das lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster. Aber du warst danach ein Leistungsträger, so kann man sagen. Das habe ich mitbekommen. Das war gut für die Mannschaft, dass du da hingekommen bist. Das hat die unterstützt. Und ich fand es gut, weil ich ja nicht mehr mitspielte, dass dann quasi jemand da ist, der den Laden da, ja, voranbringt dabei. Ja, das ehrt mich jetzt, dass du das sagst, so dass ich so wahrgenommen wurde. Und ich kam ja damals auch sozusagen aus der dritten Liga, aus Hildesheim, habe da viel investiert auch in Volleyball, habe viel gespielt. Nein, ich weiß, dass du es nicht so selber wahrgenommen hast. Das hast du schon mal deutlich gemacht. Das ist auch klar. Aber die anderen Leute haben dich so wahrgenommen. Das kann man Ja, sagen. am Ja. Ende des Tages muss ich jetzt auch dazu sagen, so ich war da nicht so krass, wie ich hätte sein können. Es waren dann einfach andere Sachen, die krasser im Fokus standen. Da war dann berufliche Entwicklung war dann Thema. Ich habe dann die Bachelorarbeit noch gemacht und danach ging es dann los mit, wo bewerbe ich mich jetzt? Und dann war ich ja in Oldesloe, hatte da eine Führungsposition. Und ey, wenn du dann 40 Stunden arbeitest und ich habe viele Überstunden gemacht als Teamleiter plus die Fahrten nach Oldesloe und zurück und immer mal ist auch ein Zug ausgefallen. Das war schon Hardcore und das hat mich auch in meiner sportlichen Leistungsfähigkeit erstmal ein bisschen zurückgeworfen. Ist auch okay so. Für mich ging Beruf fast immer vor, also nicht vor gesundem Sport, aber schon vor sportliches Potenzial entwickeln. Und deswegen war das dann auch okay so, wie es war. Und ach so, wir waren gerade beim Studium. Und dann ging eben irgendwann vor 4 Jahren circa, habe ich mich dann für den Master beworben und wurde dann da angenommen. Der ging insgesamt 2,5 Jahre. Ich habe ein Semester länger studiert, weil ich durch unsere Hochzeit die Masterarbeit ein Semester geschoben habe. Und ja, das war vielleicht, wenn du möchtest, können wir darüber auch noch ein bisschen sprechen, über das Masterstudium, weil ich weiß ja, dass mir viele Physiotherapeuten auch folgen. Die finden das vielleicht ganz interessant. Ja, warte mal, ich will einmal das ordnen, bevor wir Masterstudium machen. Also was ich jetzt, du hast also die Ausbildung hast du in Göttingen gemacht, bist da hingezogen nach dem Abi wahrscheinlich, hast dann da auch, indem du immer nach Hildesheim gependelt bist wahrscheinlich, aus Göttingen, oder? Stimmt, du bist ja eine halbe Nee, Stunde, ich bist nach habe in Hildesheim, Hildesheim gewohnt, da ja. bist du hingezogen. Das heißt, da hast du dann auch noch den Bachelor oben drauf gemacht und dann immer so ein bisschen als Physio gearbeitet, vor allen Dingen Volleyball gespielt. Und als ihr nach Lübeck gekommen seid, da hast du so richtig Vollzeit angestellt, dann in Oldesloe, wieder eine halbe Stunde weg, gearbeitet als Teamleiter. Und hast Genau. dann aber gesagt, okay, jetzt, mir ist langweilig. Nein, dir war natürlich nicht langweilig, dir war alles andere als langweilig. Jetzt hau ich noch mal ein Masterstudium oben drauf. Ja. Das finde ich krass. Weil da warst du ja auch nicht mehr 19, sondern schon eher so Mitte 20, Ja, Ende genau. 20. Und dann nochmal zu sagen, jetzt mache ich nochmal ein Masterstudium. Das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert, das noch zu machen. Weil es wäre ja nicht nötig gewesen. Du hattest ja einen guten Job eigentlich in Oldesloe, also wahrscheinlich für Physiotherapeuten einen Gen ordentlichen Job, ja. ne? Aber wie kommt das denn? Master, und hat dir das auch gefallen, dann das Masterstudium? Erzähl mal ein bisschen davon. Guck mal, wenn du. Ich habe viel Podcast gehört, schon mein Leben lang, schon während der Ausbildung so. Ich habe Leute gehört wie Tim Ferriss, jetzt eher neu, aber Andrew Huberman und viele Leute, die viel über Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverwirklichung gesprochen haben. Und ich habe mich immer schon eher da gesehen, dass das auch ein Thema für mich ist, dass ich gerne schon was aus mir machen möchte. Und dann kommst du in eine Physiotherapiepraxis und das ist halt anscheinend so normal, wusste ich damals nicht. Aber ich kam mit der Vorstellung dahin, ey, wir revolutionieren jetzt, wie man in Bad Oldesloe Physiotherapie macht, Nee, wie man ja. das behandelt. Und weißt du, was das war, was ich machen musste? Ich musste Kindergärtner spielen. Da war dann die eine konnte nicht mit dem anderen, der ist wieder nicht ans Telefon gegangen, der ist bei der Arbeit. Und ich denke mir so, Leute, was ist das? Also, das hat mich
das hat mich ein bisschen genervt. So, das hat mich auch nicht nur ein bisschen genervt. Das glaube ich. Jetzt retrospektiv hätte ich da auch, ich war ja dann relativ jung, das war mein erster Vollzeitberuf als Physiotherapeut und dann gleich Teamleitung. Vielleicht hätte ich das gar nicht machen sollen, vielleicht hätte ich einfach von vornherein härter durchgreifen sollen. Ich war einfach vielleicht auch zu nett. So, das waren meine Learnings daraus. Ich habe aber auch gelernt, dieses Ding, weil als Physiotherapeut ist dein Ziel, gibt es nicht so viele Ziele, die du erreichen kannst. Du bist Physiotherapeut, also wenn du angestellt sein möchtest, bist Physiotherapeut oder du bist halt Leitungsperson oder du hast halt die Praxis und nutzt dann wieder andere aus, um dann einen Teamleiter einzustellen, der dann nur dafür sorgt, dass die Leute sich nicht bekriegen. Ja. Das heißt, Physiotherapie in a nutshell ist viel Kindergarten. Tut mir leid, wenn ich jetzt Leute damit beleidige, aber ist halt leider wirklich so. Ja, ich glaube nicht, dass du da jemanden mit beleidigst, jetzt echt. Also ich glaube, das können sich Leute schon vorstellen. Es ist ja nicht nur ein Problem der Physiotherapie, sondern immer wenn Teams irgendwie zusammenarbeiten müssen, gibt es die beleidigte Leberwurst, gibt es Leute, die super gute Teamplayer sind, wie in einer Mannschaft auch. So, ne? Also ja. Ich denke, dass es immer jeder, der ein Teamleiter ist, ein Chef von anderen, kennt das, dass es halt irgendwie soziale Probleme mit anderen gibt und dass es die auch untereinander haben. Also ich glaube, das ist schon, versteht jeder, wie du das gesagt hast. Ja, naja, egal. Aber das ist halt typisch Physiotherapie. Das ist nicht das, wo mit dem Anspruch, mit dem ich da hingegangen bin. Dann habe ich da gekündigt und bin dann nach Bad Schwartau gegangen und habe da gearbeitet und habe damals aber schon mit dem Chef dort geklärt, mit Lukas. Lukas, ich mache mich jetzt nebenberuflich selbstständig und ich möchte gerne im Bereich, also das war damals, war eben betriebliche Gesundheitsförderung, das war kurz vor Covid, war das noch ein Thema. Und es wird vielleicht darauf hinauslaufen, dass ich irgendwann selbstständig werde. Also ich habe da mit offenen Karten gespielt. Lukas konnte es auch gut annehmen und wir waren immer cool miteinander, haben immer offen miteinander gesprochen über das. Und netterweise, und das schließt jetzt den Kreis zu dem Thema, was du eben angesprochen hast mit der Selbstständigkeit. Netterweise war es für mich immer möglich, Stück für Stück meinen Beruf in der Praxis langsam abzubauen. Ja. Das war auch gut für die Praxis, weil es gab dann nicht so einen Stau mit Patienten, dass wenn ich dann sofort wegfalle, dass dann 50, 60 Patienten auf der Straße sitzen und niemanden haben, der sie behandelt, sondern ich habe da langsam reduziert, habe da Patienten langsam abgegeben, auch übergeben an Leute, dass es auch smooth läuft und ich hoffe, dass auch alle zufrieden waren damals mit dem Prozess und habe währenddessen angefangen, mich mehr selbstständig zu machen und dann kam Covid, dann ging eben betriebliche Gesundheitsförderung nicht und dann kam die Idee mit den Privatpatienten im Studio, in dem Kesselhaus damals in Lübeck und ich mache Stundentermine, weil ich will das anders machen und so weiter und so fort. Das heißt, war dann auch kein direkter Konkurrent von meiner Praxis, wo ich gearbeitet habe, habe das nebenberuflich gemacht, habe angefangen mit 2, 3 Leuten in der Woche, wenn überhaupt, sagen wir mal 1 bis 3 Leute in der Woche, die ich nebenbei gemacht habe, war ein Mini-Nebenverdienst und das wurde von Monat zu Monat ein bisschen mehr. Und dann habe ich parallel dazu in der Praxis von Monat zu Monat ein bisschen abgebaut und hatte dann irgendwann in der Praxis nur noch damals war es noch 450-Euro Job und war dann Vollzeit Selbstständiger. Das war auch die Zeit, wo ich die Ängste hatte, die du angesprochen hast, wo ich gesagt habe, boah, ey, das kann jetzt aber auch in die Hose gehen. Aber ich hatte immer so ein bisschen Absicherung, ne? Ich hatte immer, okay, im Notfall kriegst du auch ein paar Monate rum, nur mit dem 450-Euro-Job. Ja, verstehe. Okay, das ist ja wirklich also auch schon mal eine wichtige Antwort gewesen. Man geht also, wenn man das so macht wie du, nicht all in und sagt so, Kündigung und ab morgen mache ich eigene Praxis auf, mache alles selber. Das gibt es auch. Hätte man auch machen können. Was, wie gesagt, auf mich irgendwie angsteinflößend wäre, gerade wenn man da Frau, Hund, Kinder und so auch noch zu bezahlen hat. Aber das war ja total schlau, finde ich so. Du hast einfach dann quasi aus einer sicheren Position, wo man quasi seinen Lebensunterhalt mit gut bestreiten kann, gesagt, ich reduziere das. Und was ja auch für dich war, du hattest diesen Lukas, so hieß der, oder? Ja. Also dein Chef hat das quasi auch unterstützt. Ja. Und du wiederum hast halt darauf geachtet, dass du nicht jetzt deinem Hauptarbeitgeber schadest, indem du quasi du bist in die private Ecke gegangen und er hatte ja eher Kassenpatienten wahrscheinlich. Und war eben auch lokal noch weit entfernt. Ja. Ich war dann im Kesselhaus und die Praxis war hier in Schwartau, das sind 7, 8 Kilometer war das entfernt. Ja, denn das muss man, glaube ich, das kann man daraus lernen aus deinem Weg. Wenn man, es kann ja sein, dass hier jemand zuhört, der auch schon seit längerer Zeit überlegt, seinen Traum zu verwirklichen, nebenberuflich selbstständig zu werden, dann muss man das schon mit seinem Chef des Hauptjobs machen. Ne? Man muss mit denen sprechen. Die dürfen das sogar, glaube ich, auch
ablehnen aus triftigen Gründen, wenn man irgendwie dem Hauptjob schadet, wenn genau. du dir schadest, weil du zum Beispiel dann immer kaputt bist oder nicht mehr arbeiten kannst. Ne? Das ist wichtig. Aber in der Regel, glaube ich, kann man schon sagen, wenn der Chef keine triftigen Gründe dagegen findet oder finden will, dann kann man das machen. Dann können auch andere Leute ihre Herzens, ja, das Wort ist doof, aber halt ihr eigenes nebenberufliches Business gründen. Das finde ich spannend. Wir haben uns ja mehr oder weniger zeitgleich mit ein bisschen Unterschied nebenberuflich selbstständig gemacht, haben wir auch die ganze Zeit drüber gesprochen, dass es dann Umsatzsteuer, also dass die Leistung, die man bringt, Umsatzsteuer befreit sind, dass man wenig Struggle hat mit Steuer und so. Und ich würde sagen, das geht in Deutschland echt ganz gut, dieses nebenberuflich irgendwas machen, worauf man Bock hat. Das geht du kannst auch nochmal was dazu sagen, aber meines Erachtens nach ging das am Anfang extrem gut. Ich brauchte am Anfang noch keinen Steuerberater, der mir dabei hilft. Und wenn dann einfach für die Steuer, also für die Jahressteuererklärung. Und das war, am Anfang war es wirklich noch sehr einfach. Und das ist ja das, was viele Leute in Deutschland so sagen, das ist blöd, dass es so viel Bürokratie ist und so und dass alles kompliziert ist. Aber nebenberuflich selbstständig werden ist es, glaube ich, nicht. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich so einen Side-Hustle irgendwie zu suchen, weil ich meine, das ist ja bares Geld, was man dann da kriegen kann, weil im Endeffekt ist es brutto gleich netto, je nachdem, was man da macht. Und ich habe zum Beispiel jemanden, ich kenne einen jungen Typen, der einigermaßen gut zu Reels schneiden kann. Und dem habe ich auch gesagt, ey, mach dich nebenberuflich selbstständig. Das ist eine wunderbare Sache. Du kannst da gutes Geld mit verdienen und bist aber trotzdem flexibel, musst nicht irgendwo angestellt sein. Ja, wobei da muss ich sagen, also das habe ich mir am Anfang tatsächlich, also man muss ja schon, also Altersvorsorge ist ein Thema als Selbstständiger. Aber nie in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ja, das ist richtig, genau. Das ist ja. Das ist das große Thema. Also man ist dann sozialversichert oder in meinem Fall halt verbeamtet und kann was nebenbei machen, ja. Aber also brutto gleich netto, naja, egal. In einigen Dienstleistungsfällen so ähnlich. Ne? Aber gut, am Anfang ist man auch noch umsatzsteuerbefreit. Ne? Das meintest du. Ja, das ist natürlich ein Punkt. Aber jetzt, wo wir beide schon ein paar Jahre länger sowas machen, ist das, glaube ich, ein bisschen nüchterner geworden, das Ganze. Aber stell dir vor, du hast einen guten Job, machst den aber statt 40 Stunden nur 30 und machst dafür 3 bis 4 Stunden die Woche noch dein Nebengeschäft und verdienst dann immer weit unter dieser Grenze. Die Grenze liegt bei 22.500 Euro. Das verdienen manche gerade so im Jahr mit einem Vollzeitjob. Und das darfst du noch nebenbei umsatzsteuerbefreit dazu verdienen, wenn du jetzt im Hauptjob nicht super viel verdienst. Das ist klar, das musst du dann mit angeben. Aber ich fand es insgesamt eine relativ coole Sache, weil bei mir war es so, dass mit relativ wenig Arbeit noch nebenbei hatte ich fast gleich wie mit meinem Hauptjob. Ja. Und natürlich ist es nicht miteinander aufzuwählen, weil bei dem einen hast du noch Rentenversicherung, hast eine Absicherung, wenn du mal krank bist und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass wenn man jetzt nur aufs Geld guckt, dass du mit deutlich weniger Zeitaufwand dann auch zu einem ähnlichen Lohn kommst. Das ist natürlich dann schon eine sehr gute Sache, dass man da relativ gut was so sich dazu verdienen kann zumindest. Ja, ich habe das mal, das habe ich dir glaube ich schon erzählt, dass ich das mal ausgerechnet habe, oder? Ich habe mal verglichen, wie viel Geld müsste ich quasi für eine Stunde Beachvolleyballtraining nehmen, wenn ich damit aufwiegen möchte, eine schlechte Völkerballstunde als verbeamteter Lehrer A13 an irgendeiner deutschen Schule. Ne? Und das ist dann ja, du musst ja alles mit reinrechnen. Einmal natürlich das, was netto bleibt, das ist ja leider nur ein kleiner Teil dabei. Aber dann Rentenversicherung, überhaupt die Beihilfe, also alles, was mit dem Thema Krankenversicherung zu tun hat und so. Ne? Und ich bin darauf gekommen, dass man für eine Stunde, was auch immer, es muss ja nicht jetzt Beachvolleyball sein, es kann auch irgendein andere Dienstleistung sein, da muss man 124 Euro pro Stunde für nehmen von einem möglichen Privatkunden, um quasi eine schlechte Völkerballstunde an der Schule, die ganz viele Sportlehrer natürlich nicht nur machen, aber auch manchmal machen, machen. Und das fand ich richtig krass. Ich dachte, wow, so viel Geld, ja, einfach nur für so ein Ding. Einerseits rückt das natürlich auch die Arbeit von Verbeamteten und Angestellten in ein anderes Licht. Natürlich, wenn man da netto Geld bekommt, ist das natürlich so und so viel und man freut sich darüber. Was da eigentlich noch dahinter steckt, was der Arbeitgeber, das Land oder wer auch immer, der Praxisbesitzer da machen muss, ist wirklich eine andere Hausnummer dabei. Aber so ist es halt, ne, wenn man sich selbstständig macht. Und mittlerweile ist es ja bei dir auch so, dass du voll selbstständig bist. Ne? Du nimmst nicht mehr
nimmst nicht mehr Angestelltenjobs an, könntest es natürlich tun. Ne? Also du hättest die Gewissheit, wenn es jetzt hier mal nicht laufen sollte, was jetzt nicht wahrscheinlich ist, würde ich sagen, ja. Aber könntest du wieder zurück, aber den Plan hast du nicht, oder? Damals war das so auch da die Überlegung immer so, was, also wenn du dich selbstständig machst, musst du immer überlegen, okay, oder wenn du irgendwas wagst, musst du immer kurz drüber nachdenken, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und das Schlimmste, was passieren kann, ist dann in dem Fall, es scheitert, ich habe keine Kunden und ich muss zurück in die Praxis und ich muss, ne, und ich hatte damals, habe ich ja auch meine Einrichtung gemietet, das heißt, ich war dann in dem Raum, wo ich war, im Kesselhaus, war ich damals, am Anfang habe ich pro Stunde bezahlt, das heißt, es war dann super entspannt und später habe ich einfach monatlichen Festbetrag bezahlt, inklusive Bank, inklusive Sportgeräte und so weiter, sodass dann da auch nochmal das Risiko geringer war. Das heißt, was das Schlimmste, was passieren kann? Ich scheitere, habe ein bisschen Schulden, muss zurück in die Praxis. Bezahle die Schulden ab, nach 6 Monaten ist alles bei null und ja, ich habe was gewagt, fertig. Und das war für mich dann auch immer so, ja gut, im Zweifel passiert halt das. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich sagen würde, angestellt, nie wieder. Weil jetzt läuft es so gut, ich habe so viele Qualifikationen, ich bin gut genug davor und habe auch ein bisschen was erspart, dass ich nie wieder wahrscheinlich darüber nachdenken werde, okay, nochmal zurück in die Praxis. Wenn ich irgendwo, also wenn es eine Anstellung in einem super crazy Bereich geben würde, würde man drüber nachdenken, aber ich bin Selbstständiger, ich liebe das, ich finde es gut, diese Freiheit zu haben, heute Morgen zu sagen, ey Malte, lass mal einen Podcast aufnehmen, statt zu sagen, ich muss aber von 8 bis 16 Uhr arbeiten und das ist das, was mir sehr, sehr gut tut und deswegen gibt's diesen Case nicht mehr. Könnte ich machen, aber never. Du hast mittlerweile ja auch so viel Know-how angesammelt, wie man als selbstständiger Physiotherapeut arbeiten kann. Mhm. Wie man auch, hast auch verschiedene Wege gefunden, Einnahmen zu haben. Online, in der Praxis, über Volleyball, aber auch über Menschen, die so keine Volleyball-Leiden haben, normale Leiden. Das heißt, die Notwendigkeit ist ja irgendwann auch gar nicht mehr da, wenn man sich das Wissen angeeignet hat. Nur das kann man vorher ja nicht wissen, wenn man noch angestellt ist und noch Angst hat davor, vor dem Schritt, ja, sich selbstständig zu machen. Genau. Dann kann man zum Beispiel Leute wie dich fragen und sich Berater holen. Das würde ich immer so sagen. Ne? Also wer da tatsächlich drüber nachdenkt, sowas zu machen, der tut nicht ganz schlecht daran, zu netzwerken und andere Unternehmer oder Selbstständige zu fragen, absolut, wie die das so machen. Ne? Das hast du ja, glaube ich, auch gemacht, dass du so auf so Netzwerksachen warst und irgendwie Leute gefragt, ja, hast. Ja. Ich war damals bei einem Physiotherapeuten, der war dann auch so ein bisschen Blueprint für mich. Der hat Seminare gegeben, einmal fachlich, aber ein Seminartag war auch Selbstständigkeit. Und das hat mir viel gegeben. Da habe ich nochmal in bestimmten Foren nachgefragt, ey, wie macht ihr das mit wenn ihr eine Stunde behandeln möchtet, wie rechnet ihr das bestenfalls ab, bla bla bla. Und da gab es dann so ein Grundgerüst für mich und das habe ich bis heute eingehalten. Also das läuft bis heute so. Habe ich an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen verändert, sodass es halt gut passt. Aber das ist das Grundgerüst. Aber ich glaube, der Hauptpunkt ist, man braucht ein Role Model oder jemand, den man auch wirklich mal zu was fragen kann oder wo man zu so einem Seminar hingeht, wo man auch mal Geld bezahlt dafür, weil dann macht man auch, was die Leute sagen, wenn es auch Geld gekostet hat. Und das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass es total Sinn macht, wenn man so was vorhat, sucht dir ein Role Model, sucht dir jemanden, Instagram ist ja voll mit so Role Models, sucht dir jemanden, wo du einfach Sachen kopieren kannst, was du nachmachen kannst, das ist das Beste, was geht und versuchen, allein durch die Welt zu gehen, bringt nichts. Ich kenne die Leute, die das versuchen. Das sind die, die nicht vorankommen. Wenn du einfach sagst, ich will so werden wie der, ich will das machen wie der, das ist mein Vorbild, da will ich auch hin und sich den dann jeden Tag reinziehen, diese Person jeden Tag konsumieren und dann versuchen, in diese Richtung zu laufen, ist super gut, super hilfreich. Und es gibt viele Leute, die richtig Ahnung haben, die das auch empfehlen, dass man sich eben so einen Menschen sucht, der ein Vorbild für einen ist, um dann das einfach nachzumachen. Ja, nun kann man ja nicht sagen, dass du jetzt jemand bist, der da, also ich habe jetzt noch keinen zweiten Philip Ray irgendwo gesehen, der das so macht. Du hast schon, wie ich finde, sehr stark auch deinen eigenen Weg, ja, gefunden. Unter anderem ja auch einfach in die Richtung Volleyball. Ne? Also du, das ist ja,
noch gar nicht, also das wissen ja alle, die jetzt hier zuhören, weil sie wahrscheinlich, die meisten sind auch irgendwie mit Volleyball verbandelt. Ich finde ja aber auch, dass man sagen kann, die Volleyballwelt darf nicht ganz traurig sein darüber, dass du jetzt angefangen hast, genau das so zu machen. Du hättest ja in einem Angestelltenverhältnis niemals jetzt die Idee gehabt, 100 Podcast-Folgen für Leute zu machen, die Volleyball spielen und Schmerzen haben oder keine Schmerzen haben wollen. Ja. So, ne? Das ist ja auch eine wirklich schöne Sache. Ich finde auch, da kann man auch ruhig mal Danke sagen. So. Also jetzt muss ich auch sagen, ich liebe halt solche Volleyball-Podcasts. Ne? Ich habe dir ja schon mal erzählt, du bist ja eine von meinen drei Lieblings-Podcasts, die ich auch immer wieder höre. Und das ist doch geil. Also wenn ich jetzt denke, ich hätte so als junger Mensch, schon mit 16, als ich auch so, wie du das geschildert hast, jeden Tag in der Halle war, aber mir leider auch jeden Abend meine blöde Schulter und mein Rücken weht hat und ich Angst hatte, ob ich überhaupt Volleyball spielen kann. Ja. Wenn ich damals jemanden gehabt hätte, den ich mir einfach immer wieder anhören kann, der mir erzählt, was kann ich tun bei Schulter, bei Rücken, wo man auch hätte hingehen können und der mehr Zeit gehabt hätte, das ist doch ein Riesengeschenk. Also ich finde das schon richtig geil. Ich bin ja ein Trainer, auch aus Trainersicht, der sagt, heute können sich junge Menschen, Leute wie dich, anhören und da eben profitieren, weniger Schmerzen haben, besser Volleyball spielen dabei. Ne? Das ist richtig gut. Das, was du gerade gesagt hast, ist wirklich so ein Thema, weshalb ich auch den Podcast gemacht habe, weil ich habe spät mit Volleyball angefangen, hatte wirklich null Plan. Ich habe einfach gezockt so. Ich habe nicht gewusst, wie man, habe ich ja bei Max im Podcast schon erzählt, habe in so einer richtigen Dorfmannschaft gespielt. Das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber technisch, taktisch war da gar nichts. Und ich habe sofort Knieschmerzen bekommen. Ich habe also, seitdem ich Volleyball spiele, mehr oder weniger, habe ich Knieschmerzen. Die habe ich auch nie so richtig losbekommen, weil ich eben erstmal niemanden hatte, der überhaupt sagen konnte, was hast du da eigentlich am Knie? Und eigentlich, ganz ehrlich, jetzt mittlerweile fast jeder, der Kniebeschwerden hat, hat sich schon mal einen Podcast von mir angehört. Also jeder, der Volleyball spielt und Kniebeschwerden hat, kam irgendwie schon mal in Kontakt mit mir, weil ich halt der bin, der im Volleyball-Kontext darüber spricht. Und das finde ich total geil, dass ich jetzt Mehrwert geben kann für Leute, die wie ich damals einfach körperliche Probleme haben und die dann einfach schon direkt am Anfang lösen können. Zum Beispiel Thilo. Thilo hatte bei dem Turnier, wo wir beide uns kennengelernt, bei dem Ostercamp, wo wir beide uns kennengelernt haben, habe ich auch Thilo kennengelernt. Und Thilo hatte ein bisschen Schulter und ist sofort zu mir gekommen. Wir haben das zusammen bearbeitet und so ist auch diese Freundschaft entstanden. Und jetzt kannst du, wenn du jung bist oder auch wenn du ein bisschen älter bist, kannst du deine Beschwerden direkt angehen, kostenfrei, indem du einfach den Podcast anhörst, meine Videos bei Instagram reinziehst und so. Und das ist eben der Mehrwert, den ich Leuten geben möchte, dass ich einfach das bekomme, was ich als Jugendlicher nie hatte, nämlich einfach eine Anlaufstelle, wo ich weiß, die Person hat ein bisschen Ahnung davon. Weil bis mein Knie diagnostiziert war, bis jemand gesagt hat, ey, das ist ein simples Patellaspitzensyndrom, da vergingen Monate. Das ist doch total crazy, oder nicht? Ja, das ist genau der Punkt. Also ich hätte mir das, wie gesagt, gewünscht damals. Und das ging nicht. Also es war mir mit in jungen Jahren, so von 16 bis Studentenzeit, war es mir nicht möglich, mit meinen Mitteln damals jemanden zu finden. Ich kannte natürlich Leute, die an Stützpunkten trainiert haben, die dann dort regelmäßig Zugang auch zu gutem Personal, medizinischem Personal hatten. Die hatten da auch Leute, die denen frühzeitig geholfen haben. Aber gerade der Punkt mit diesem frühzeitig behandeln, frühzeitig dagegen arbeiten, durch ein Übungsprogramm und so auch. Ne? Ja. Das ist auf jeden Fall der Punkt, den du den Leuten schenkst, muss man so sagen. Es ist ja ein Geschenk. Es kostet nichts, man kann den Podcast hören. Ne? So, nur ist es so, dass wir uns ja seit 3-4 Jahren so kennen, wie gesagt, da Ostercamp und so weiter. Und dann haben wir ja aber danach zwar auch noch manchmal Kontakt gehabt über Beachvolleyball, aber irgendwie hat sich ja so eine Verbindung darüber, würde ich jetzt so sagen, ergeben, dass wir damals quasi ungefähr zeitgleich, ich ein halbes Jahr später, nebenberuflich uns ein kleines Unternehmen aufgebaut haben. Du nun in Richtung Gesundheit, ich mit kleiner Beachvolleyballschule und so, das ist jetzt nicht Thema heute. Aber ich weiß, manchmal konnten wir nicht miteinander in Kontakt treten. Und wir hatten viel Kontakt. Wir haben dann ein paar E-Books zusammengeschrieben, Sandathletik und nachher auch den Online-Kurs so zusammen gemacht. Aber manchmal warst du nicht da. Und das waren immer so die wichtigsten, das war für dich wichtig, das habe ich gemerkt. Du warst dann auch, glaube ich, wieder in Hildesheim. Ja. Weil du eben immer noch neben deiner nebenberuflichen Gründung und am Anfang auch noch angestellt sein, ein Masterstudium gemacht hast nebenbei. Und das hat jetzt ja wirklich nicht jeder Physio. Ne? Also einige Physios haben schon dieses Bachelor-Ding, aber dieses Master-Ding obendrauf. Ja. Das war jetzt ja nochmal eine Entscheidung, wo ich auch gesagt habe, okay, hätte man noch nicht machen können, oder? Aber du wolltest nochmal so richtig rein in die Sache. Erzähl mal bitte ein bisschen von deinem Masterstudium, was da so los war. Ja,
danke erstmal. Ich glaube, dass es wirklich so ist, dass Master nochmal ein ganz anderes Thema ist als ein Bachelor, weil es eben nochmal viel mehr Arbeit ist, weil du viel tiefer in die Materie reingehen musst und auch viel gründlicher arbeiten musst, damit du das bekommst. Und das war echt eine Challenge, muss ich sagen, und hat mich viel gekostet, aber am Ende des Tages würde ich es auch immer wieder machen. Und es war gut so, wie es ist. Und der Master heißt Master in Ergologe-Physio. Und ich habe den Schwerpunkt gewählt Muskuloskeletal. Das heißt, ich habe jetzt einen Mastertitel in MSK. International tätige Physios haben den oft. Da wählst du entweder bestimmte Schwerpunkte, Gesundheitsförderung oder eben Muskuloskeletal. Und ich habe eben auch MSK, Muskuloskeletal. Und das beinhaltete, dass ich zeitgleich auch noch eine Ausbildung oder nicht eine manuelle Therapieausbildung gemacht habe, das habe ich jetzt schon lange gemacht, sondern eine Weiterbildung gemacht habe zum OMPT. Das ist auch so ein Zusatztitel, den du trägst, noch zusätzlich zu dem Master. Und OMPT heißt orthopädisch-manuelle Physiotherapie. Oder ja, hey, warte mal, das zum Beispiel bin ich schon ein paar Mal drauf gestoßen, wenn wir geredet haben. Weil du das das hast du immer in einem Kontext erwähnt, also für dich ist das zumindest wahrscheinlich ungefähr fast genauso wertig wie dein Masterstudium, oder? Also so zumindest vom Zeitaufwand und vom Schwierigkeitsgrad, den du da hattest. Ist das echt so? Ich meine, ich habe mir das erste vorgestellt, du fährst da irgendwo hin und massierst dann so ein paar, zwei, drei Wochen lang Leute und dann bist du, wie heißt das? OMPT. Das halt. Und Masterstudium dachte ich so, okay, da muss man 3 Jahre lang irgendwie 5 Tage die Woche zur Uni. Aber wo ist denn da der Unterschied oder wie hängt das zusammen, diese ganze Sache? Ich finde, es war ungefähr gleichwertig. Es war eine Kooperation zwischen dem DVMT, also der Deutsche Verband für Manuelle Therapie, und der Uni in Hildesheim. Und es dürfen immer nur eine begrenzte Anzahl an Leuten diese OMPT oder diesen MSK-Master machen, weil er eben gefördert wird. Und Master in MSK heißt, du schreibst Hausarbeiten und machst Forschung in Richtung Muskuloskeletal. Das heißt, wenn ich Hausarbeiten geschrieben habe, dann haben die sich um das Thema Muskuloskeletal gedreht und eben nicht unbedingt Prävention oder Gesundheitsförderung, sondern wir haben eine Hausarbeit zum Beispiel geschrieben über den Effekt von einer manuellen Technik auf ausstrahlenden Armschmerz. Und noch dazu, dieses OMPT-Zertifikat heißt, du gehst auf manuelle Therapiefortbildung, aber der Kern der Sache ist, dass wir in der Zeit, wo wir dabei waren, zu sogenannten Mentorings gegangen sind. Und das war dann immer eine ganze Woche Patienten vorbehandeln, vor dem Prüfer oder vor dem Mentor, der Mentorin und dann andere, also die das mit mir zusammen gemacht haben, den Feedback zu geben, deren Behandlung zu analysieren, anzugucken, zu überlegen, okay, was hat da jetzt vielleicht gefehlt? Also du behandelst vor und wirst danach komplett auseinandergenommen. So wie es vielleicht in der Ausbildung oder im Studium, im Staatsexamen, heißt es glaube ich auch bei Lehrern, ne, wie es im Staatsexamen ist, wenn du diese, wie heißt denn das nochmal? Referendariat. Ja, wenn du im Ref bist, da gibt's ja auch diese Unterrichtsbegehung oder diese Besuche, wo dann geguckt wird, okay, wie hast du deinen Unterricht aufgebaut, warum hast du aufgebaut, danach musst du dich einmal rechtfertigen, warum du es so, so und so gemacht hast und was du hättest vielleicht besser machen können. Und genauso kannst du dir dieses OMPT-Zertifikat auch vorstellen. Und das waren 3 Wochen Mentoring so, also ohne dass es, also es wurde bewertet, aber es floss nicht in die Note mit ein. Dann eine Woche Mentoring, die bewertet war, und eine Abschlussprüfung, wo wir Techniken gezeigt haben, wo wir auch nochmal einen Probepatienten hatten, der auch bewusst ziemlich fies gewählt wurde. Also wir hatten alle echt komplexe Fälle und wo du dann vorbehandeln musst, danach eben sagen musst, warum du was untersucht hast und wie behandelt hast. Und das war extrem aufregend. Für mich persönlich war die praktische Ausbildung, diese OMPT-Ausbildung, vielleicht sogar wichtiger als der Master. Aber die Kombi war natürlich das Allerbeste, weil ich kann jetzt mit Fug und Recht behaupten, und hier in der Region sind halt viele Handwerker, deswegen drücke ich es immer so aus, ich bin auf einer handwerklichen Ebene, bin ich jetzt Meister, ja, durch das OMPT-Zertifikat, und durch den Master bin ich aber auch auf einer wissenschaftlichen Ebene ein Meister und habe einfach Plan davon, wie beides funktioniert. Und das ist, glaube ich, das, was
uns in der Physiotherapie fehlt. Und genau deswegen habe ich es gemacht, weil ich sehe, dass viele, die theoretisch sehr begabt sind, die Studien kennen, praktisch nicht so viel drauf haben. Und andersherum die Praktiker, die aber nicht wissen, wie man die neueste Literatur sich anschaut und wie man daraufhin seinen Behandlungsschwerpunkt setzt oder vielleicht auch sein eigenes Handeln ein bisschen hinterfragt. Und deswegen war das, glaube ich, damals das Schwerste, was man sich aussuchen konnte, aber genau das, was ich wollte und was ich brauchte und was sehr, sehr gut für mich gepasst hat. Also das hast du natürlich jetzt für mich sehr anschaulich erklärt, da ich das REF auch machen musste, durfte. Aber in einer Sache bin ich da auf jeden Fall völlig überzeugt. Dieses ganze Wissen, was man aus einem Studium sammelt, als Lehrer dann eben aus den 4 bis 5 Jahren Studium in der Uni oder du dann in deinem Masterstudium, das ist natürlich immer noch so, dass man dadurch kein guter Lehrer wird. Ne? Aber durch diese 1,5 Jahre REF, wo man wirklich immer wieder jeden Tag vormachen muss, und andere erfahrene Lehrer gucken drauf, ja. Dadurch wird man ein guter Lehrer hoffentlich oder eine gute Lehrerin. Und das fühle ich jetzt natürlich sehr nach, was du sagst. Das heißt, da haben auch nochmal wirklich erfahrene Menschen, erfahrene, auch egal, auf jeden Fall Physiotherapeuten aus der Branche, geguckt, was machst du konkret mit den Patienten? Haben die bestimmt auch mal unangenehmes Feedback und auch unangenehmes Feedback gegeben. Und ich weiß auch, was das für einen Stress macht. Alle Leute, die schon mal ein REF in irgendeinem Berufsfeld gemacht haben, wissen, was das für ein Stress ist. Wenn man am nächsten Morgen da seine Abschlussprüfung hat, praktisch, man ist die ganze Nacht aufgeregt und steht morgens um 6 auf und bereitet alles vor. Mhm. Aber es macht gute Praktiker. Es macht gute Leute, absolut, die wissenschaftlich fundiert sehr genau praktisch arbeiten. Krass, okay, das habe ich vorher noch gar nicht so verstanden, dass das so deine Ausbildung ist. Und was mich ja auch als jetzt Patient interessiert daran, ist eben dieser Punkt, dass du nicht nach irgendeiner Ausbildungsverordnung von 1995, sprich nach dem Studienstand von 1995 gerade arbeitest, sondern nach dem, was jetzt unterwegs ist, was jetzt passiert ist. Und es hört ja nicht auf. Dadurch, dass du einen Master hast, bist du in der Lage, auch neue wissenschaftliche Studien zu lesen. Du kennst die entsprechenden Werke, Seiten, Online-Portale, wo man sowas findet, man bleibt dann ja drin, wenn man einmal diesen wissenschaftlichen Fluss so angezapft hat für sich, ne, da bleibst du drin. Also ich glaube, das ist schon eine Sache, die du Leuten gut, was du den Leuten geben kannst. Mhm. Ja, sehe ich auch so. Und ich will das nochmal betonen, dass dieses, weil du es auch nochmal meintest, dieses Mentoring hat mir auch extrem viel gebracht. Und gleichzeitig war es die krasseste Überwindung. Plus, ich habe in den ersten Mentorings habe ich so viel negatives Feedback, also es war trotzdem gut verpackt, weil es ist ja für mich, aber ich habe echt kassiert, so, obwohl ich da schon selbstständig war und dachte, ich könnte was, aber ich habe richtig kassiert, aber genau dadurch, durch diese Momente, und das passiert eben nicht auf einer Fortbildung, wo du die ganze Zeit nur zuhörst oder den anderen Leuten zuguckst beim Behandeln, sondern das passiert nur, wenn du es selber machst und dir jemand dann den Spiegel vor Augen hält und sagt, das war scheiße, das hättest du so nicht machen sollen, das hättest du anders machen sollen, das geht auch besser. Und das hat mir extrem viel gebracht fürs praktische Arbeiten, da einmal gespiegelt zu werden, gesagt zu bekommen, ey, das ist wirklich massiv ausbaufähig, versuch da dran mal zu arbeiten. Und das ist genau das, wo ich auch sehr stolz auf mich bin, dass ich es durchgezogen habe. Ja, zu Recht. Weil es dann eben auch ja. So einen krassen Mehrwert wiederum für die Patienten hat. Für mich persönlich hat man einfach Arbeiten viel mehr Spaß macht. Und ich glaube, das ist das Ding, wie wir rauskommen aus 25% der Therapeuten gehen, indem wir halt echte Experten ranziehen können, die wirklich Plan von der Materie haben, von dem, was sie machen. Weil wenn du ein richtiger Experte bist, dann macht dir auch der Beruf mehr Spaß, als wenn du es nur so ein bisschen kannst. Ja, ja. Also ich sag mal, du bist ja jetzt dermaßen qualifiziert dafür, ne? Es geht ja eigentlich gar nicht mehr. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie man noch, vielleicht gibt es noch irgendwie eine besondere Zusatzausbildung in irgendwas, so, ne? Aber es wird ja vielleicht irgendwann auch mal die Zeit kommen, wo du nicht nur quasi Podcasts machst und die Leute quasi irgendwie dich einfach hören können. Ich sehe dich ja auch so ein bisschen jetzt so in die Zukunft gesponnen, so auch vor anderen Menschen stehen und denen dein Wissen weitergeben. Einerseits natürlich zu dem ganzen Thema Selbstständigkeit, weil ich bin mir sicher, dass es da ganz viele Leute aus deinem Berufsbild gibt, die das einfach auch fühlen, nach dem Motto, irgendwann ja. Dieses 20 Minuten und angestellt mit beleidigter Leberwurst, Kollege und so, da habe ich keinen Bock drauf. Aber eben auch dieses ganze Wissen, was du hast. Ne? Vielleicht bist du ja irgendwann auch mal an, ich weiß nicht genau, wo man da, also keine Ahnung, an Hochschulen, wo man Physiotherapie unterrichtet, an Physiotherapie-Ausbildungsschulen und so. Kann ja schon sein, dass du da mal irgendwas machst, ne? Geplant ist auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das jetzt, wahrscheinlich kommt sowas dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Geplant ist schon, dass ich mein Wissen sozusagen als Volleyball-Physio weitergebe und Leuten erklären möchte, wie ich mir eine Schulter von einem Volleyballer typischerweise angucke, welche Tests ich mache und wie man das dann behandelt. Das ist auf jeden Fall geplant. Ich weiß noch nicht genau, ob ich mich in dem
in so einem staatlichen Ausbildungssektor sehe, vielleicht irgendwann mal, aber jetzt erstmal ist Fokus auf Selbstständigkeit und meiner Entwicklung als Person so, und dann kann alles andere kann dann irgendwann mal kommen, aber dieses spezielle Wissen über Volleyball für Physios, das möchte ich auf jeden Fall weitergeben, und da wird es irgendwann, werde ich versuchen, Seminare irgendwie ins Leben zu rufen, aber das ist ein bisschen Zukunftsmusik, aber das ist was ich mir schon fest vornehme, dass da auch Physiotherapeuten irgendwann mal von profitieren können und ich mein Wissen weitergeben kann. Also das kann ich dir jetzt als alter Mann sagen. Es ist an der Zeit jetzt für dich, dein Wissen an andere Leute weiterzugeben. Ja, ich muss hier mal Trinken einfüllen, weil wir müssen gleich anstoßen. Es ist jetzt, also du bist jetzt echt an einem Punkt angelangt, wo du ja, also ich sag mal, was willst du jetzt noch optimieren an dir? Du sitzt hier mit einer hübschen Frau in einem hübschen Haus in Schwadau, bist selbstständig. Du hast alles an Wissen erlangt, was man sich so erarbeiten kann, ist es jetzt wirklich an der Zeit, dass du losgehst und Leute irgendwie ausbildest oder da mithilfst, echt, ne? Und ich kann auch eine Sache sagen, die persönliche Entwicklung hört irgendwann in dem Maße auf, wie man dann sich darum kümmert, andere Persönlichkeiten zu entwickeln. Das kann ich als Papa auf jeden Fall sagen, so, weil Kinder machen einfach so, hast keine Zeit mehr, dich um dich selbst zu kümmern, dann musst du dich um die Kinder kümmern, aber auch im Sinne von Lehrer sein, andere Leute weiterentwickeln. Und das Coole daran ist, daraus entwickelt man dann auch wieder neue Erkenntnisse. Ja, weil man natürlich bei Anfängern oder Kindern auch sich selber nochmal wiederfindet, sich selbst zurückversetzt und dann auch nochmal so ganz Basics feststellt, was man macht. Und das wünsche ich dir natürlich. So, jetzt wünsche ich dir was anderes. Wir müssen anstoßen. 100 Podcast-Folgen. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe auch die Gäste, die hier uns hier zu Hause, also die Leute, die uns, wo guckt man das eigentlich? Bei YouTube. Bei YouTube gerade sehen, wissen auch hier die Nagurski-Geburtstagsfahne hier zu würdigen. Ich habe meine Frau nicht gefragt, aber ich habe jetzt extra was mitgebracht. Wir stoßen an auf 100 Folgen Podcast. Ich sage mal im Namen aller Zuhörer, hoffe ich hole da alle ab, aber ich sage immer mal danke, dass du das machst. Mach bitte weiter, ja? Mach bitte weiter mit Podcast, mit all dem, was du machst. Was machst du eigentlich jetzt noch so? Die nächsten 100 Podcast-Folgen? Gibt es da schon Ideen? Oh Gott, ich sag mal ganz ehrlich, ich hätte ja auch immer Angst, dass mir irgendwann die Ideen ausgehen würden. Ich meine, wenn man schon über 100 Themen geredet hat, also gut, 50 Gäste, aber 50 andere Themen noch. Ja. Ist schon alle eigentlich dein Ideenarsenal? Oder Ideen kommen viel aus der Community, also machen auch viele fleißig mit. Wenn ich so einen Sticker teile, so über was soll ich mal sprechen, das ist schon ein Ding. Und Gäste werden mir, glaube ich, auch nie ausgehen. Kommen jetzt viele junge Volleyballer nach und jeder hat so seine Geschichte, die er erzählen kann. Und jeder hat irgendwie einen Impact auf Volleyball, ob es jetzt ein Trainer ist, jemand, der sich beim Volleyball irgendwie als Ehrenamtlicher oder als Ehrenamtlicher engagiert, jemand, der irgendwie mit Volleyball zu tun hat, da findet man immer jemanden. Und die Solo-Folgen werden auch weitergehen mit echt coolen Themen. Und jetzt es bimmelt. Jetzt hat es gebimmelt. Der nächste Gast kommt. Okay, du machst auf, ich mache noch jetzt Werbung. Das wollte Phil eigentlich nicht, aber Phil hat hier auch eine sehr schöne Mütze im Angebot hier, könnt ihr sehen, die sieht sehr formschön aus. Und Phil hat nämlich Angst, deswegen will ich ihn jetzt noch ein bisschen ärgern, sondern er hat nämlich Angst, dass wenn ihr jetzt alle diese Mütze hier haben wollt, dass er auf einmal zum Paketdienstleister wird und diese Mütze verschicken muss. Aber bitte seid doch mal so nett und bestellt alle bei Phil eine Screen to Improve Mütze. Da könnt ihr dann bei Phil diese Mütze bestellen, damit er auch mal ein bisschen nicht nur Wissen weitergibt, sondern das auch, ja, mal ein bisschen praktische Arbeit macht und was einpackt. Ich glaube, es sind wirklich 4 Folgen, über die wir geredet haben. Und das ist echt auch schon eine ganze Menge, dass du mir da so oft mit Rat und Tat beiseite standest und wir zusammen irgendwie coole Inhalte für die Leute teilen konnten. Also vielen Dank auch dir. Vielen Dank, dass du heute da warst, dass wir zumindest mit Wasser angestoßen haben. Das andere Anstoßen müssen wir nachholen. Und das ist die Frage, vielleicht da mal können wir Leute Feedback zu geben. Wollt ihr sehen, dass Phil und ich vor der Kamera Alkohol trinken? Das ist die Frage. Wollt ihr das sehen? Wir haben uns also jetzt hier heute Morgen um 8 getroffen, da bot sich das nicht so an. War schwierig. Und wir wissen auch nicht, ob das unsere Seriosität untergraben würde, wenn wir zusammen vor der Kamera Alkohol trinken würden. Aber vielleicht könnt ihr Phil dazu mal schreiben, braucht ihr sowas? Braucht ihr mehr Themen unter der Gürtellinie? Denn da muss man jetzt auch ehrlich sagen, es sind durchaus über diese Fragensticker, sind 1-2 Fragen eingegangen, die wir jetzt heute nicht aufgenommen haben. Übrigens haben wir gar keine Fragen aufgenommen. Egal, das müssen wir nachholen. Das passt heute nicht mehr rein. Aber gebt mal da ein bisschen Rückmeldung. Phil will ja noch weitere 100 Podcast-Folgen machen. Soll er so weiter so seriös bleiben oder soll da ein bisschen mehr so, soll das Niveau ein bisschen verrückt werden einfach. Ne? Wenn das Niveau sinken soll, müsst ihr Bescheid geben. Aber ich glaube, das ist
Ich glaube, das würde dir schwerfallen. Du bist doch ein niveauvoller Mensch. Da ist schwierig, überhaupt da abzusinken. Ja. Egal. So, an alle, die bis zum Ende zugehört haben, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Und ich habe keine Ahnung, was Malte über die Mütze gesagt hat. Macht, was er sagt oder macht's nicht. Ich war eben weg. Und mindestens 100 Leute bestellen bitte diese Mütze, damit Phil hier schön Pakete packen musste. Es gibt, glaube ich, nur noch, wenn überhaupt, gibt's 100 noch. Also sie sind, das ist ganz schön viel. 100 Mützen hast du davon bestellt? Ich habe 150 bestellt, weil dann gibt's ist ja mit Manta Hari eine Kooperation, die sind dann immer in Masse ein bisschen günstiger und ich dachte, ey, die kannst du immer verschenken. Alle meine Familienmitglieder haben eine geile Cap jetzt und viele Kunden haben auch eine geschenkt bekommen, viele Stammkunden und ich habe zwar noch gar keinen Plan, wie ich die versenden soll und wie ich das mit Rechnungsschreiben machen soll, aber du hilfst mir dabei und wir kriegen das hin. Ja. Also, bis bald wieder und tschüss. Vielen Dank, dass ihr bis dahin dabei seid. Das war's schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.